Facebook. So, live wird gestartet. Heute machen wir eine Voice-Over-Challenge mit Immotausch. Ich habe gestern schon das Video veröffentlicht für den Video-Pitch, den 10-Minuten-Video-Pitch. Warum 10 Minuten? Weil auf TikTok kannst du auch nur 10 Minuten Videos präsentieren. Da hatten mir letzt 45.000 Leute einen Abend lang zugeguckt. Teilweise waren 1.300 Leute gleichzeitig da. Und wenn ich schon so viele Leute über TikTok erreichen kann, ich weiß, das sind vieles Arbeitslose oder Jugendliche, aber das macht doch nichts. Hauptsache, die Leute reden darüber und die wissen, was wir hier anbieten. Und in dem Zusammenhang machen wir direkt einfach mal einen schnellen Pitch. Auch Investoren sagen, naja, also wenn du mir in 10 Minuten das Ganze nicht präsentieren kannst, ja, dann ist das vielleicht auch nicht gut genug. Also, wir machen heute eine Challenge und diese Challenge bedeutet, also meine Challenge. Meine Challenge ist, ich erstelle 2 Videos, also 2 Voice-Overs und danach gerade die Videos als Video-Pitch. Und zwar mit folgender Bedingung. Das Video sollte nur 10 Minuten gehen und wenn irgendwie möglich, versuche pro Seite nur einmal einzuatmen, damit man halt auch einen schönen Sprechfluss hat, der wirklich von vorne bis hinten die gleiche Tonlage hat und dann durchgeht. Nur sollte es am Ende nicht zu sehr abflachen, weil man gerade schon am Ersticken ist. So, das heißt, wir haben 20 Seiten. First we start to speak in English. Actually, I forgot. Sorry. I will create the video pitch, maybe again. I want to try it as a challenge in German and in English. And the challenge is create the video pitch in 10 minutes only, because then you can download it, you can upload it to TikTok, and investors, maybe they even would like to have only less than 10 minutes. But we have 20 pages, so I need 10 minutes. And the challenge is breathe once per page, if possible. I can cut it later, of course. So let's just begin. Just a little story by the side. Yesterday, my company Immotausch became 10 years old. So the video pitch was some kind of my birthday present to my own company. I hope this year in the summer we can celebrate this anniversary adequate in a very nice place where we will move, and I already have an idea. So, but this is another topic, because today we got that voice over challenge. So I already started to have a nice mood, have a nice voice, which is convincing and happy. So, but we have to go through quickly. So, that is the challenge. Okay, let's have a look at the voiceover script. Okay, so I wonder, what do you want to do? Do you want to see the script or do you want to see me? I guess you want to see me and the script, so we just leave it like that. So I got my cell phone. I just take the voiceover. Maybe you see the microphone and the microphone and this cell phone is enough for today. You know, maybe in future we have other infrastructure and microphones and so on, but today I just work with that. All right, so let's do it. Let's start recording. And the important thing, after starting recording, you can just keep on talking about something else first, because yesterday I recognized, or the day before yesterday, I did the recording. If I push the button and directly start to speech, the first 3 seconds are gone. Bad, really, really bad. So maybe I stop the time in the meanwhile, or just leave it running.
Because this already started, and I would like to know where I am. Okay, so breathe once per page. So I didn't put where the pages are. You will see the video pitch later, and we have 20 pages, so I could breathe 10 times, right? 20? No, 20 times. So it's divided through two, because 30 seconds I have per page, because we only have 10 minutes by 20 pages, okay? But of course I can breathe once per page, so I can breathe 20 times. So let's try to do it in one step. So I changed the chair, because the other chair, sometimes you make noises with your arms and so on, and I need to really sit. Even this makes noises. Wow. But I do it from home now. I'm motivated. So tea is good. Okay, let's do this. Maybe I start the recording again, because the file will be too big otherwise. Okay, 1, 2, 3. All right. A counter. Let it go all the way. 'Now we will start. Today I introduce to you my company Emotausch, showing the pitch deck. We developed a ring exchange algorithm, the prototype, moreover, the beta version is online and the patent is currently under review. In Germany, we have two big problems in the real estate and finance industry. Everybody here knows we have a demand surplus. Currently, it seems like it were less, but only because people can't afford it. The reason is there are high acquisition costs within a stagflation. Interest rates rose, but sellers insist on high prices because everything gets more expensive. But people hardly get more income. People who just want to move from one property to the next are in a dilemma. They neither can sell for a low price nor can they buy for a high price. These hurdles are to blame for the fact that millions of people are trapped in unfulfilled real estate dreams. To solve these problems for several million people in Germany, we developed a ring exchange algorithm. We ask, what are you searching for and what will you vacate for it? The algorithm reveals who you need to sell your current property to in order to get the desired property. If used by real estate brokers, the algorithm will visualize A must sell to B in order to get the property from C. This way, we create a larger offer market. People can save time and money, and the main reason why we need this algorithm, people can find and get the desired property. Moreover, the ring exchange algorithm is not only about real estate, it can be used for all industries. In addition, we are establishing transferable real estate credits. Imagine, instead of selling the current property to be able to buy the next one, our members can take their real estate credits from one property to the next. This way, we combine the ring exchange algorithm with contemporary savings, financing and pension products, secure housing needs for all ages through our collective, and minimize transaction costs. That saves around 150,000 to 200,000 euros per year. To round up this dual idea, we create a real estate finance system that stands on four pillars. Our unique selling points are in digitization, our experience and services are in real estate and finance. We help people as service provider and combine PropTech, FinTech, and InsurTech.
Our real estate finance products accompany people from property savings in young age via real estate exchange as property owner to the real estate consumption in old age. As software as a service provider, Immotausch represents the superordinated network portal. This software architecture enables other real estate services to provide ring exchange to their own end customers, even across companies. Imagine Paul is a customer of a real estate broker who has a house with a small garden in Hamburg. He would like to expand to a house with a big garden in Munich. Sven and Anna will vacate such a house as soon as they get an apartment with an elevator. But they are customers of another company. Ralph is a customer of an institution like a bank, savings bank, or building and loan society. He is the perfect match in the middle of the other exchange profiles. He will give his penthouse apartment to Sven and Anna if he gets Paul's house. The sales potential for the exchange portal is about 400 million euros per year. Letting is offered for free, but we can create profit from cross up and downselling. With private advertisements in sale and commission fees as real estate broker, we earn another 90 million per year. As software as a service provider, we serve brokers and institutions to get around 200 million euros per year in addition. As financial intermediary, we receive from lenders and again. As financial intermediary, we receive money from lenders and investors and give it to borrowers and sellers. This way, lenders can put money in unsecured loans or loans secured by real estate. In the first or second tier of Section 3 land register, they can also buy property shares with a denomination of 125 euro per share. This share can be upgraded with an option for 25 euro. However, we provide investment products of all sizes and risk classes, which can be used as transferable real estate credits also. Our TAMSAMSON model. Our TAMSAMSON model illustrates the possible transaction volume and revenue for our network and our company. On the right side, you see an idea of how Immotausch combines the advertisements with digital lending, tokenization, and real estate crowdfunding. With 250 trillion euros, real estate is the largest asset group in the world. Market forecasts indicate the market of tokenization and real estate crowdfunding, each of them to a trillion euro per year. I expect Immotausch to be able to reach a revenue share of 100 to 300 billion euros within this market. Having a look at the roadmap, you can see that we already spent more than 5 years to create the beta version and the overall concept. End of 2022, we did a full relaunch regarding the product, universe, and the design. Let's compare other participants in this market. In German, the leading real estate platforms don't offer exchange profiles. In Germany as well as in other countries also, there are a few real estate exchange platforms. Some of them might even look better than the current Immotausch version. There are also some real estate brokers who offer or even specialize in the real estate exchange already. But none of the platforms or brokers are offering a ring exchange platform. In addition to this unique selling point, we are the only ones who offer an all-over concept that combines the platform with transferable real estate credits within a collective. Even if you take a look at the competitors worldwide, you won't find any other company with a ring exchange algorithm or transferable real estate credits within such an overall concept.
within such an overall concept. For the market entry into business to customer business, a broad strategy is planned that integrates the target groups into the pilot phase. Participants and multipliers are rewarded. The combination of a free year and marketing package increases the interest of real estate agents. The supply of appointments to receive exchange offers secures and expands their own property pipeline. From current discussions about cooperation with companies of the Volksbank Group, the first contract has already been countersigned. My name is Patrick Riehl. As educated real estate agent, valuation expert, insurance expert, and financial investment specialist, I have the right skills and experiences to be the managing director of Immotausch. With my team, I developed the ring exchange algorithm and the platform. In 2022, I applied for patent regarding the ring exchange algorithm and the software architecture. My mission as founder and managing director, I help people build wealth easier, better, and faster, and find and maintain dream properties. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation and the profit participation rights combine profit shares with a fixed interest rate. There are many different types of convertibles you can choose. They allow to choose between the interest bearing loan and the conversion to profit participation rights or shares with. Okay, I have to do this again. If you like to be part of this, there are many different. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation and the profit participation. Again. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation and the profit participation rights combine profit shares with a fixed interest rate. There are many different types of convertibles you can choose. They allow to choose between the interest bearing loan and the conversion to profit participation rights or shares. Okay, that's the challenge, okay? If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation and the profit participation rights combine profit shares with a fixed interest rate. The typical silent participation and the profit participation rights combine profit shares with a fixed interest rate. There are many different types of convertibles you can choose. They allow to choose between the interest bearing loan and the conversion to profit participation rights or shares with special subscription rights. If you are already interested to be a shareholder and partner of the company, we offer new shares
and special subscription rights. For people and companies located in the European Economic Area, there is a government. Okay, I just realized, and so my brain is thinking of somebody else because that was already that one page. So, and this is the next page, and that is the next page. So that's easier. For people and companies located in the European Economic Area, there is a governmental subsidy of 25% for all who registered early enough. The use of funds page shows you an idea of how we want to spend your investments. In general, the more you invest, the faster and more effectively we can help people in Germany and in Europe. I will start to create an adequate group structure. Now it sounded like Russian. I will start to create an adequate group structure as dual holding company with SPVs. On the one hand, we need to invest in our own IT infrastructure. Okay, and again. I will start to create an adequate group structure as dual holding company with SPVs. On the one hand, we need to invest in our own infrastructure, programming, marketing and communication, extension and expansion, as well as many others. On the other hand, we want to create a real estate portfolio which we can provide the people as a real estate collective. Also, the current investment products are also planned to be used within all layers of retirement provision, including the Euro pension. So if you want to change the real estate world, contact us and we will define the next steps together. Okay, I don't know how much you counted. I think it might be maybe a few more, maybe not, after cutting. So okay, I will call this voice English 2. And now we switch. Yeah, we can save this one. Now we switch to German. So, a new record. Heute stelle ich euch meine Firma Immotausch vor und zeige euch das neue Pitch Deck. Wir haben einen Ringtausch-Algorithmus entwickelt. Der Prototyp, besser gesagt, die Beta-Version ist bereits online und das Patent befindet sich in der Prüfungsphase. In Deutschland haben wir zwei große Probleme in der Immobilien- und Finanzbranche. Jeder hier weiß, dass wir einen enormen Nachfrageüberhang bei Wohnimmobilien haben. Der Andrang ist zwar abgeflacht, aber nur, weil die meisten Menschen sich die aufgerufenen Preise gar nicht leisten können. Gründe dafür sind hohe Erwerbsnebenkosten und die anhaltende Stagflation. Die Zinsen sind gestiegen, trotzdem beharren die Verkäufer auf den hohen Preisen, weil vieles andere teurer wird. Aber das Menschen, der Einkommen steigt kaum, die Reallöhne sinken. Menschen, die nur von einer Immobilie zur nächsten wechseln wollen, stecken in einem Dilemma. Sie können weder zu einem niedrigen Preis verkaufen, noch zu einem hohen Preis kaufen. Diese Hürden sind verantwortlich dafür, dass Millionen von Menschen unerfüllte Immobilienträume haben oder in Kompromissen gefangen sind. Um diese Probleme für mehrere Millionen Menschen zu lösen, haben wir einen Ringtauschalgorithmus entwickelt. Um diese Probleme für mehrere Millionen Menschen in Deutschland zu lösen, haben wir einen Ringtauschalgorithmus entwickelt. Wir fragen, was suchst du und was gibst du dafür her? Der Algorithmus offenbart den richtigen Interessenten, um im Ringtausch die Wunschimmobilie zu bekommen. Wenn der Algorithmus von Immobilienmaklern verwendet wird, visualisiert er, A muss an B verkaufen, um die Immobilie von C zu erhalten. Auf diese Weise schaffen wir einen größeren Angebotsmarkt. Menschen können so Zeit und Geld sparen und was am wichtigsten ist, die Menschen können die gewünschte Immobilie,
die gewünschte Immobilie finden und erhalten. Darüber hinaus ist der Ringtausch-Algorithmus nicht nur auf Immobilien beschränkt, er kann für alle Branchen verwendet werden. Zusätzlich führen wir übertragbares Immobilienguthaben ein. Stellt euch vor, anstatt immer wieder die aktuelle Immobilie zu verkaufen, um die nächste Immobilie kaufen zu können, können unsere Mitglieder ihr Immobilienguthaben von einer Immobilie zur nächsten mitnehmen. Auf diese Weise kombinieren wir den Ringtausch-Algorithmus mit zeitgemäßen Anspar-, Finanzierungs- und Vorsorgeprodukten, sichern über unser Kollektiv den Wohnbedarf für alle Altersgruppen und minimieren die Transaktionskosten. Wer dieses Modell von Beginn an nutzt, spart in seinem Leben über 150.000 Euro. Um diese duale Idee abzurunden, schaffen wir ein Immobilienfinanzsystem, das auf vier Säulen steht. Unsere Alleinstellungsmerkmale liegen in der Digitalisierung. Okay, jetzt hat ein paar Mal der Stuhl geknackt. Also ist ja eh die nächste Seite. Und ja, die Seite mit der Problemlösung, also im Prinzip haben wir ja wirklich zwei Sachen, also dass man da mindestens zweimal tief einatmen sollte, das ist, ich glaube, selbstverständlich. Ansonsten wird es irgendwie durchgedreht. Um diese duale Idee entspannt bleiben. Und fröhlich bleiben. Immer lächeln beim Telefonieren, das hört man. Um diese duale Idee abzurunden, schaffen wir ein Immobilienfinanzsystem, das auf vier Säulen steht. Unsere Alleinstellungsmerkmale liegen in der Digitalisierung. Unsere Erfahrungen und Dienstleistungen liegen im Immobilien- und Finanzbereich. Doch wir helfen Menschen nicht nur als Dienstleister, wir verbinden PropTech, FinTech und InsurTech. Unsere Immobilienfinanzprodukte begleiten Menschen vom Immobiliensparen in jungen Jahren über den Immobilientausch als Immobilienbesitzer bis hin zum Immobilienverzehr im Alter. Als Software-as-a-Service-Provider stellt Immotausch das übergeordnete Netzwerkportal dar. Die Benutzerlevel integrieren ein Kundenportal für jeden Lizenznehmer. Deren Endkunden können ihre Tauschanliegen selbst hinterlegen und verwalten. Stellt euch vor, Paul hat ein Haus mit einem kleinen Garten in Hamburg. Er ist Kunde eines Immobilienmaklers und sucht ein Haus mit großem Garten in München. Sven und Anna geben das passende Haus her, sobald sie eine Wohnung mit Aufzug bekommen. Aber sie sind Kunde eines anderen Unternehmens. Ralf ist Kunde einer Institution wie einer Bank, Sparkasse oder Bausparkasse. Er passt perfekt in die Mitte der anderen Tauschprofile. Er wird Sven und Anna seine Penthouse-Wohnung geben, wenn er Pauls Haus bekommt. Unsere Software-Architektur ermöglicht es anderen Immobilien... Okay, da ist besser halt nochmal Luft zu atmen. Also wir schaffen das mit dem einen Mal tatsächlich ganz genau, wird es schwierig. Unsere Software-Architektur ermöglicht es anderen Immobiliendienstleistern, ihren eigenen Endkunden den Ringtausch auch unternehmensübergreifend anzubieten. Das dachweite Umsatzpotenzial für das Ringtauschportal liegt bei 400 Millionen Euro pro Jahr. Die Vermietung wird kostenlos angeboten. Hier erzielen wir Gewinne durch Cross-, Up- und Downselling, mit Abonnements für private Inserate im Verkaufsbereich und durch Provisionen als Immobilienmakler generieren wir weitere 90 Millionen. Da ist die Luft weg. Mit Abonnements für private Inserate im Verkaufsbereich und durch Provisionen als Immobilienmakler generieren wir weitere 90 Millionen Euro pro Jahr. Als Software-as-a-Service-Provider generieren wir mit Lizenzgebühren von Maklern und Institutionen rund 200 Millionen Euro pro Jahr. Als Finanzintermediär nehmen wir Geld von Darlehensgebern und Investoren entgegen und geben es an Darlehensnehmer und Verkäufer weiter. So können Darlehensgeber ihr Geld in unbesicherte Darlehen oder in Darlehen investieren, die durch Immobilien im ersten oder zweiten Rang in der Abteilung 3 des Grundbuchs besichert sind. Sie können auch Bruchteilseigentum mit einer Stückelung von 125 Euro pro Anteil kaufen. Diese Immobilienanteile können für 25 Euro mit einer Option aufgewertet werden. Allgemein bieten wir Anlageprodukte in allen Größen und Risikoklassen an. Die meisten von ihnen können auch als übertragbares Immobilienguthaben genutzt werden.
Unser TAM-SAM-SOM-Modell veranschaulicht das mögliche Transaktionsvolumen sowie den Umsatz für unser Netzwerk und unser Unternehmen. Auf der rechten Seite bekommst du eine Vorstellung davon, wie Immotausch die Verkaufsinserate mit Digital Lending, Immobilientokenisierung und Immobilien-Crowdfunding kombiniert. Immobilien sind mit 250 Billionen Euro die größte Asset-Klasse der Welt. Marktprognosen gehen davon aus, dass der Markt für Tokenisierung und Immobilien-Crowdfunding bis zum Jahr 2030 jeweils 1 Billion Euro pro Jahr erreichen wird. Ich gehe davon aus, dass Immotausch in diesem Markt einen Umsatzanteil von 100 bis 300 Milliarden Euro erreichen wird. Die Roadmap veranschaulicht die Entwicklungsschritte seit dem Jahr 2017. In dieser Zeit haben wir den Prototyp entwickelt und die Beta-Version zusammen mit dem Gesamtkonzept veröffentlicht. Ende 2022 haben wir einen kompletten Relaunch hinsichtlich der Produktwelt und des Designs durchgeführt. Lasst uns die Teilnehmer innerhalb dieses Marktes vergleichen. In Deutschland bieten die führenden Immobilienplattformen keine Tauschprofile an. In Deutschland, aber auch in anderen Ländern gibt es bereits eine Reihe von Immobilientauschportalen. Das ein oder andere sieht vielleicht sogar besser aus als die aktuelle Immotausch-Version. Es gibt bereits viele Immobilienmakler, die den Immobilientausch anbieten. Der bzw. die ein oder andere hat sich sogar darauf spezialisiert. Allerdings, im Gegensatz zu Immotausch, bieten keine der anderen Plattformen oder Makler den Ringtausch-Algorithmus an. Neben diesem Alleinstellungsmerkmal sind wir die einzigen, die ein Gesamtkonzept anbieten, das das Portal mit übertragbarem Immobilienguthaben innerhalb eines Kollektivs verbindet. Auch wenn wir uns die Wettbewerber weltweit anschauen, werden wir kein anderes Unternehmen finden, das einen Ringtauschalgorithmus oder übertragbares Immobilienguthaben anbietet, erst recht nicht innerhalb eines solchen Gesamtkonzeptes. Für den Markteintritt ins Endkundengeschäft ist eine breit angelegte Strategie vorgesehen, welche die Zielgruppen in die Pilotphase integriert. Teilnehmer und Multiplikatoren werden belohnt. Die Kombination von einem Gratisjahr und Marketingpaket steigert das Interesse der Immobilienmakler. Die Versorgung mit Terminen zur Aufnahme von Tauschangeboten sichert und erweitert die eigene Objektpipeline. Aus aktuellen Gesprächen über die Zusammenarbeit mit Unternehmen der Volksbankengruppe wurde bereits der erste Vertrag gegengezeichnet. Mein Name ist Patrick Riehl. Als ausgebildeter Immobilienkaufmann, Sachverständiger, Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann bringe ich die richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen für die Geschäftsführung von Immotausch mit. Mit meinem Team habe ich den Ringtausch-Algorithmus und das Ringtauschportal entwickelt. Im Jahr 2022 habe ich das Patent für den Ringtauschalgorithmus und die Softwarearchitektur angemeldet. Meine Mission als Gründer und Geschäftsführer: Ich helfe Menschen, einfacher, besser und schneller Vermögen aufzubauen und Wunschimmobilien zu finden und zu erhalten. Für Investoren bieten wir eine Vielzahl verschiedener Anlage. Nochmal. Für Investoren bieten wir eine Vielzahl verschiedener Anlagemöglichkeiten an. Die typisch stille Beteiligung und die Genussrechte kombinieren Gewinnanteile mit einer festen Verzinsung. Es gibt viele verschiedene Arten von Wandelanleihen, aus denen ihr wählen könnt. Sie ermöglichen die Wahl zwischen Auszahlung des verzinsten Darlehens und der Umwandlung in Genussrechte oder Aktien mit besonderen Bezugsrechten. Wenn ihr bereits daran interessiert seid, Gesellschafter und Partner des Unternehmens zu werden, bieten wir euch junge Unternehmensanteile mit besonderen Bezugsrechten an. Für Privatpersonen und Unternehmen mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, die sich rechtzeitig beim BaFa registriert haben, gibt es dabei einen staatlichen Zuschuss von 25%.
So, jetzt kommt eine Seite. Auf. Okay, machen wir mal kurz hier. Das war jetzt Voice 1 Deutsch. Muss ja noch die Aufnahme starten. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto... Nein, bessere Betonung. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto schneller und effektiver können wir den Menschen in Deutschland und in Europa helfen. Helfen. Wir werden eine angemessene Konzernstruktur als doppelte Holding mit Zweckgesellschaften errichten. Zum einen müssen wir unsere eigene Infrastruktur, Programmierung, Marketing und Kommunikation, Erweiterung und Expansion sowie viele andere Dinge investieren. Darüber hinaus müssen wir ein Immobilienportfolio aufbauen, welches wir den Menschen als Immobilienkollektiv zur Verfügung stellen können. Nochmal. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto schneller und effektiver können wir den Menschen in Deutschland und in Europa helfen. Wir werden eine angemessene Konzernstruktur als doppelte Holding mit Zweckgesellschaften errichten. Zum einen müssen wir in unsere eigene Infrastruktur, Programmierung, Marketing und Kommunikation, Erweiterung und Expansion sowie viele andere Dinge investieren. Darüber hinaus müssen wir ein Immobilienportfolio aufbauen, welches wir den Menschen als Immobilienkollektiv zur Verfügung stellen können. Außerdem sollen die aktuellen Anlageprodukte auch über alle Schichten der Altersvorsorge einschließlich der Europarente erreichbar werden. Wenn ihr die Immobilienwelt verändern möchtet, meldet euch bei uns. Gemeinsam können wir dann die nächsten Schritte für euer Investment definieren. Das war die Voice-Over-Challenge. So, und ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich das tatsächlich geschafft habe, nur 20 Mal einzuatmen. Also in einem durch haben wir das, wundert niemanden, nicht geschafft. Sonst müsste ich ja das quasi, Voice-Over 2 Deutsch, da müsste ich das ja quasi wirklich, das wäre ja dann der Event, dass man sagt, okay, das trainieren wir jetzt und dann machen wir das in einem durch. Jetzt haben wir das mal relativ spontan gemacht. Jetzt habe ich eigentlich um 10 Uhr hätte ich einen Termin gehabt, aber den habe ich wegen diesem Live einfach mal verschoben auf 13 Uhr. Ich hatte eh zwei Fenster zur Auswahl und dementsprechend würde ich sagen, machen wir doch einfach mal weiter. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich jetzt die Voice-Overs benutze, um damit den Videopitch zusammenzuschneiden. Und wir machen das auch gar nicht besonders kompliziert mit vielen Übergängen und so weiter und so fort, sondern wir machen es jetzt einfach mal. Einfach erstmal machen. So, das heißt, ich schicke mir jetzt mal die Nummer 1E, also 1 Englisch quasi, per Mail. Dann können wir jetzt schon mal schauen. Dann holen wir uns schon mal das Programm. So, jetzt haben wir das Skript. Können wir schließen, holen uns hier das Videopad, den Videoeditor. So, und jetzt hatte ich das schon, ich habe das ja gestern schon, ich habe das gestern schon mal hochgeladen in Englisch und da habe ich gedacht, vielleicht, weil ich das heute in Deutsch gemacht habe, habe ich gedacht, vielleicht könnte man das so mit dieser Challenge verbinden und probiert das einfach mal. Also werden wir das natürlich jetzt erstmal in Deutsch anfangen, weil das englische Video ist ja eigentlich schon fertig. So, dann holen wir uns Deutsch schnell. Da habe ich schon die Folien ausgetauscht. Ich habe einfach die englische Vorlage genommen und dann hier dann entsprechend auf Clip-Datei ersetzen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nimm jetzt hier vom Pitch Deck Slides Deutsch, dann nimm dann hier die entsprechenden die Slides.
So, und jetzt schicke ich mir natürlich blöderweise zuerst die englischen Files. Vielleicht, naja gut, jetzt die eine ist sowieso die große gewesen, dann machen wir es wirklich in der Reihenfolge, dann habe ich sie gleich alle. Fertig, Nummer 1. Voice English 2, die ist nur zwei, knapp 3 Minuten. Dann E2 mal in den Betreff. Ich schicke mir das einfach gerade per Mail. So, hier können wir das Mikrofon ausstöpseln. Wenn ich sowas mache, dann lasse ich das Mikrofon, das hängt hier oben am Pullover neben dem Reißverschluss, dann lasse ich das immer genau an der Stelle. Weil, wenn man, habe ich es mir geschickt? Nein, noch nicht. Oh, ich bin ja ganz, ganz dizzy von diesem vielen tief einatmen und dann reden und versuchen so lang wie möglich. Das ist ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Sauerstoffmangel oder einen Sauerstoffüberschuss habe. So, E2 ist geschickt. Also jedenfalls, wenn sich die Temperatur im Raum verändert, wenn man zwischendurch was isst, wenn das Mikrofon auf einmal an einer anderen Stelle ist oder dann gar nicht mehr der Pullover an, sondern dann am T-Shirt und dann auch noch höher oder niedriger, dann ist der Abstand zum Mikrofon anders, oder die Raumtemperatur ist anders. Das heißt, der Klang wirkt ganz anders. Wenn ich in einen anderen Raum gehen würde, wäre es nochmal ganz anders und draußen sowieso. Dementsprechend, also wenn man solche Voice-Overs macht, nicht zwischendurch essen, das Mikrofon genau an der gleichen Stelle lassen, und erstmal gucken, was kommt dabei raus. So, und das machen wir jetzt natürlich. Jetzt schicke ich mir mal 1D, also die erste Voice-Over-Datei in Deutsch. Und komm mal wieder ein bisschen runter. So, ich habe hier eigentlich schon was. Version ist online und das Patent befindet sich. So, aber wir nehmen jetzt das mit der Challenge quasi. Wir nehmen jetzt mal das Original, was wir eben gerade gemacht haben. Deutsch Challenge. So, und dann können wir natürlich hier die Audio-File rauslöschen, weil wir ziehen uns jetzt gleich eine neue. Ja, mein Upload ist hier nur bei 3000 Mbit pro Sekunde oder was. Das ist nicht so gut, das müssen wir mal ändern auf das 20-fache vielleicht wäre eine gute Idee, gell? Gibt ja da schon einiges. So, warten, warten, wird gesendet. Zwischenzeitlich kann ich euch schon mal zeigen, also wenn ich sowas mache, jetzt haben wir hier ein Deckblatt. So ist es üblich, die ersten 3 Sekunden, hier 3 Sekunden, Deckblatt, das ist automatisch auch 3 Sekunden, wenn man ein Bild einfügt. Dann kommt hier dieser Vorspann, Abspann, Abspann ist ja was danach kommt, gell? Das Intro. So, jetzt haben wir das hier ist raus. Dann schicken wir die Voice 2. Zack, zack, zack. D2. So, dann haben wir gleich alle Dateien. So, dann kommt dieses Intro und dann haben wir natürlich noch hier, das ist ja förderfähig. Also, das ist gestern abgelaufen mit der Registrierungsmöglichkeit. Nichtsdestotrotz sind wir im Prinzip 5 Jahre förderfähig. Ich habe jetzt keinen genauen Einblick, wie viele Menschen oder Unternehmen sich dafür registriert haben, diesen Zuschuss zu bekommen. Für alle, die sich jetzt nicht registriert haben, da muss ich sagen, ja, ich habe lang genug Werbung dafür gemacht, zwar nur halt mit den Mitteln, die ich dafür hatte, aber wir haben seit letztem Jahr dafür geworben. Also jeder, der irgendwie dieses Projekt verfolgt, müsste das mitbekommen haben können. Ich habe es immer wieder erwähnt und wer jetzt im Nachhinein sagt, naja gut, oh, ich würde mich ja gern beteiligen, aber ich hätte auch gern 25% Erwerbszuschuss und 25% Exitzuschuss. Also wenn du dich noch nicht registriert hast, das ist gestern abgelaufen. Aber nichtsdestotrotz lasse ich das mal hier drin. Grundsätzlich sind wir ja förderfähig für alle die sich schon registriert haben und jetzt sich denken, naja, will ich das oder will ich das nicht? Und die schauen sich vielleicht so ein Live an oder das Video davon oder den Video-Pitch auf Englisch oder auf Deutsch. Und sagen sich dann, Mann, oh Mann, der präsentiert das so schön, wenn wir dem auch noch Geld geben oder noch mehr Geld geben, vielmehr, dann
dann wird das richtig groß, dann wird das richtig toll. Da haben wir einen, der kann richtig gut reden, kann das richtig gut präsentieren, der hat eine schöne Stimme, da höre ich doch gern zu, da hören auch andere gern zu, so nach dem Motto. Und deswegen lassen wir das drin. Denn grundsätzlich ist es ja immer noch förderfähig. So, ich schalte euch mal kurz weg, oder ja, damit ihr nicht meinen Posteingang seht, machen wir jetzt mal kurz. Oh, ihr habt ja die ganze Zeit den Bildschirm, das Outro gesehen, sehe ich gerade. Ja, das macht nichts. Wenn ihr das Skript nicht mitgelesen habt, dann habt ihr wenigstens mich gesehen. So, dann muss ich euch ja gar nicht wegschalten. Ach, ich hab die Folie nicht weggeschaltet. Ach, das tut mir wirklich sehr leid. Ihr konntet aber wenigstens mich in groß sehen. Insofern habe ich da gar kein schlechtes Gewissen, dass ihr nicht mitlesen konntet. Dann könnt ihr halt auch nicht sehen, was ich dazu gedichtet habe oder weggedichtet habe. So, es ging ja sowieso um die Stimme, also insofern alles gut. Meiner Meinung nach alles gut. So, das heißt, wir kommen jetzt mal wieder. Das heißt, jetzt aber nehmen wir das hier weg und sagen, wir gucken uns hier an, was wir machen. Ich hatte eben gesagt, also hier habe ich schon die einzelnen Folien vorbereitet. Das ist im Prinzip jetzt exakt der gleiche Takt erstmal, wie das in dem Voice-Over im Englischen war. Das muss man sicherlich dann ein bisschen anpassen, aber wir haben insgesamt 10 Minuten. Das heißt, wir haben hier 3 Sekunden, dann sind wir hier schon bei, ja, bei was? 13, fast 14 Sekunden, ungefähr 14 Sekunden für das ganze Intro, die Geschichte. Und dann darf das alles insgesamt nur 10 Minuten gehen. So, schauen wir uns mal an, was wir mit dem Voice-Over machen können. Wie läuft denn sowas? Jetzt haben wir hier die Downloads. Downloads. Downloads? Wo sind denn die Downloads? Dann machen wir ganz kurz nochmal trotzdem das weg, damit ihr nicht die anderen E-Mail-Adressen von in Google seht oder sowas. Und schauen mal, wo sind denn eigentlich die Downloads? Weil die müssten ja schon alle da sein und die müssten hier in Downloads sein. Aber das machen wir dann ganz einfach. Dann kopieren wir die alle schon mal in den Ordner Pitch Deck. Nehmen das mal. So, und jetzt kann ich euch wieder zugucken lassen. Voice 1 Do Deutsch, Voice 2 Deutsch und dann ist das Voice 1 Englisch und Voice 2, Voice Englisch 2, wie auch immer. Audio Deutsch, Audio Englisch. Machen wir mal. Audio Englisch, Englisch 60423 und legen das da rein. So, und dann können wir das hier hinzufügen. Oh, habe ich euch jetzt eigentlich auch mit dabei? Ja. So, da muss man immer dann sagen, okay, alle Dateien, damit man das auch sieht. Und fügen jetzt diese zwei mal rein. Das sind die, die jetzt quasi aus unserer gemeinsamen Arbeit von heute Morgen entstanden sind. So, und dann ziehen wir uns das hier rein. Erstmal da hinten, dann kann ich viel besser mit den Shortcuts arbeiten. Dann hören wir doch mal rein. Heute stelle ich euch meine Firma Emotausch vor und zeige euch das neue Pitch Deck. Wir haben einen Ringtauschalgorithmus entwickelt. Der Prototyp, besser gesagt, die Beta-Version ist bereits online und das Patent befindet sich in der Prüfungsphase. In Deutschland haben wir zwei große Probleme in der Immobilien- und Finanzbranche. Jeder hier weiß, dass wir einen enormen Nachfrageüberhang bei Wohnimmobilien haben. Der Andrang ist zwar abgeflacht, aber nur, weil die meisten Menschen sich die aufgerufenen Preise gar nicht leisten können. Gründe dafür sind hohe Erwerbsnebenkosten und die anhaltende Stagflation. Die Zinsen sind gestiegen. Trotzdem beharren die Verkäufer auf den hohen Preisen, weil vieles andere teurer wird. Aber das Menschen, der Einkommen steigt kaum, die Reallöhne sinken. Menschen, die nur von einer Immobilie zur nächsten wechseln wollen, stecken in einem Dilemma. Sie können weder zu. Ich habe gesagt, das Menschen, der Einkommen.
Das können wir hier nicht verdrehen, das müssen wir neu machen, wenn das nicht nochmal gleich neu kommt. Zu einem niedrigen Preis. Um diese Probleme vermehrt. Aber das Menschen der. Aber das Menschen der. In Deutschland haben wir zwei große Probleme in der Immobilien- und Finanz. Vieles andere teurer wird. Ach nein. Aber das Menschen der Einkommen steigt kaum, die Reallöhne sinken. Menschen, die nur von einer Immobilie zur nächsten wechseln wollen, stecken in einem Dilemma. Sie können weder zu einem niedrigen Preis verkaufen, noch zu einem hohen Preis kaufen. Diese Hürden sind verantwortlich dafür, dass Millionen von Menschen unerfüllte Immobilienträume haben oder in Kompromissen gefangen sind. Um diese Probleme für mehrere Millionen Menschen zu lösen, haben wir einen Ringtauschalgorithmus entwickelt. Ah, das ist ja was. Und so merkt man direkt schon, deswegen das Mikrofon da lassen, um das Einkommen der Menschen. So, das, ja. Und so läuft das dann tatsächlich, ja. Wenn man Challenge hin oder her, aber am Ende muss man natürlich schon den richtigen Text vorlesen. Und das ist nicht das Menschen der Einkommen, sondern das Einkommen der Menschen. So, das heißt, schon geht's direkt schon in die Nacharbeit. Deswegen ist gut, wenn man jetzt nicht zwischendurch irgendwie was gegessen hat, die Temperatur sich nicht viel verändert, wenn das Mikrofon noch da ist. Ist da noch was? So, wo hat das eine denn aufgehört? Haben wir einen Ringtauschalgorithmus entwickelt? So, das heißt, haben wir einen Ringtauschalgorithmus? Hä? Ich weiß, wer passt. Trotzdem beharren die Verkäufer auf den hohen. In Deutschland haben wir zwei große Probleme in der Immobilien- und Finanzbranche. Jeder hier weiß, dass wir einen enormen Nachfrageüberhang bei Wohnimmobilien haben. Der Andrang ist zwar abgeflacht, aber nur weil die meisten Menschen sich die auf. So, ich nehme euch mal. Ich mache jetzt mal die Kamera kleiner, weil man konnte mich ja jetzt schon die ganze Zeit sehen. Und wir machen das jetzt mal genau andersrum, das Spiel. Jetzt dürft ihr euch dann doch noch im Nachhinein das Skript ansehen. So, dann mache ich mich mal ganz klein hier oben in die Ecke. So, und dann gucken wir uns mal das Skript an. Nicht so rum. Hier wollte ich auf. Aufgerufenen Preise gar nicht leisten können. Gründe dafür sind hohe Erwerbsnebenkosten und die anhaltende Stagflation. Die Zinsen sind gestiegen. Trotzdem beharren die Verkäufer auf den hohen Preisen, weil vieles andere teurer wird. Aber das Menschen der Einkommen steigt kaum, die Reallöhne sinken. So, und das ist das, was wir hier, zack, da müssen wir hier einmal neu ansetzen. So, und dann ist die Frage, bis wohin geht das denn eigentlich? Menschen zu lösen, haben wir einen Ringtauschalgorithmus entwickelt. So, das hier ist es. Ach so, 1, 2, 3. Aber das Ei. Aber das. Meine Stimme hört sich anders an jetzt. Mist. Vielleicht muss ich mal ein bisschen durch. Gründe dafür sind hohe Erwerbsnebenkosten und die anhaltende Stagflation. Die Zinsen sind gestiegen, trotzdem beharren die Verkäufer auf den hohen Preisen, weil vieles andere teurer wird. Aber das Einkommen der Menschen steigt kaum, die Reallöhne sinken. Menschen, die nur von einer Immobilie zur nächsten wechseln wollen, stecken in einem Dilemma. Sie können weder zu einem niedrigen Preis verkaufen, noch zu einem hohen Preis kaufen. Diese Hürden sind verantwortlich dafür, dass Millionen von Menschen unerfüllte Immobilienträume haben oder in Kompromissen gefangen sind. Um diese Probleme für mehrere Millionen Menschen zu lösen, haben wir einen Ringtauschalgorithmus entwickelt. Um diese Probleme für mehrere Millionen Menschen.
Um diese Probleme für mehrere Millionen Menschen in Deutschland zu lösen, haben wir einen Ringtausch-Algorithmus entwickelt. Wir fragen, was suchst du und was gibst du dafür her? Der Algorithmus offenbart den richtigen Interessenten, um im Ringtausch die Wunschimmobilie zu bekommen. Wenn der Algorithmus von Immobilienmaklern verwendet wird, visualisiert er, A muss an B verkaufen, um die Immobilie von C zu bekommen. Auf diese Weise schaffen wir einen größeren Angebotsmarkt. Menschen können so Zeit und Geld sparen und was am wichtigsten ist, die Menschen können die gewünschte Immobilie finden und auch erhalten. So, schauen wir mal, vielleicht passt das dann besser zusammen. Nehmen wir das mal D3 und schicken uns das gerade rüber. Ja, Leute, das sind so die Herausforderungen, die dann entstehen oder die man sich selbst setzt. okay, dann gucken wir noch mal kurz in den Posteingang rein. Aktualisieren. Zack. Ja, die habe ich jetzt noch nicht benannt. Auch egal. So, dann können wir uns das hier wieder holen. Da kann ich euch dann wieder mit reinnehmen. Das ist die D3. Dann Audio Deutsch. Ja, D3, wie auch immer. Ja, ich kann natürlich sonst jedem anderen nur empfehlen, dann die Audio-Files immer sehr, sehr schön zu benennen, sodass man immer ganz genau weiß, was das ist. Deswegen ist das jetzt mit D3 gar nicht mal so vorbildlich. Wir nennen das jetzt mal Voice 3 Deutsch. Man sieht ja auch noch von wann und sowas, aber dann hat es den gleichen Stil. Ansonsten wäre es ja doof. So, jetzt haben wir hier einmal Voice 3. Dann gehen wir mal ganz nach hinten. Wir sehen ja später ganz nach hinten. So. So, 1, 2, 3. Um diese Probleme für mehrere Millionen Menschen in Deutschland zu lösen, haben wir einen Ringtausch-Algorithmus entwickelt. Wir fragen, was suchst du und was gibst du dafür her? Der Algorithmus über das Einkommen wird. Aber das Einkommen der Menschen steigt kaum. Die Reallöhne sinken. Menschen, die nur von einer Immobilie zur nächsten wechseln wollen, stecken in einem Dilemma. Sie können weder zu einem niedrigen Preis verkaufen, noch zu einem hohen Preis kaufen. Diese Hürden sind verantwortlich dafür, dass Millionen von Menschen unerfüllte Immobilienträume haben oder in Kompromissen gefangen sind. Um diese Probleme für mehrere Millionen Menschen zu lösen, haben wir einen Ringtauschalgorithmus entwickelt. So, zack, 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 zack. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Aufnahme von vorhin insgesamt besser ist. Aber das Einkommen der Menschen steigt kaum. Aber wir haben uns jetzt mal ein Spiel draus gemacht. Ich lasse euch mal zugucken. Und dann werden wir am Ende gucken, was eigentlich die interessanteste Aufnahme ist. Aber das Einkommen der Menschen, diese Probleme für mehrere Millionen Menschen, So, das heißt, das hier ist ja im Prinzip optional, dass wir das noch dazu holen. So, wenn jemand sich fragt, ja, warum machst du das eigentlich selbst? Die Antwort ist total einfach. Ich will ja, dass meine Stimme, ich bin ja der Gründer, nicht weil ich der Geschäftsführer bin, sondern weil ich der Gründer bin und ich natürlich diese Idee präsentiere im Videopitch. Und warum soll denn irgendjemand anders sagen, mein Name ist Patrick Riehl? Oder man könnte höchstens es umwandeln und sagen, okay, der Gründer, Patrick Riehl, dann redet dann jemand anders über mich. Vielleicht wäre das ganz nett, aber jetzt machen wir das mal so, der Gründer präsentiert selbst. Und bis ich jemandem erklärt habe, was gut ist, oder also
wenn, dass ich jetzt was hin und her schicke und jemand anders bastelt dann hier rum und dann habe ich zwischendurch nichts essen und so weiter und so fort. Puh, oder dann hört sich die Stimme ganz anders an. Ich muss ja immer wieder von vorne anfangen. Oder man hat dann so Klangunterschiede. Deswegen sagen wir natürlich, dann mache ich es auch einfach gerade selbst. Können. Gründe dafür sind trotzdem behagen die Verkäufer. So, das können wir sowieso löschen. Und nehmen das hier mal hoch. Käufer auf den hohen Preisen, weil vieles andere teurer wird. Aber Aber das das Einkommen Einkommen der der Menschen Menschen steigt steigt kaum, kaum, die die Reallöhne Reallöhne sinken. sinken. Menschen, Menschen, die die nur nur von von einer einer Immobilie Immobilie zur zur nächsten nächsten wechseln wechseln wollen, wollen, stecken stecken in in einem einem Dilemma. Dilemma. Sie Sie können können weder weder zu zu einem einem niedrigen niedrigen Preis Preis verkaufen verkaufen noch noch zu zu einem einem hohen hohen Preis Preis kaufen. kaufen. Diese Diese Hürden Hürden sind sind verantwortlich verantwortlich dafür, dafür, dass dass Millionen Millionen von von Menschen Menschen unerfüllte unerfüllte Immobilienträume Immobilienträume haben haben oder oder in in Kompromissen gefangen gefangen sind. sind. So, und jetzt mal schauen, wie es normalerweise weitergeht und Sind. Sind. Um Um diese diese Probleme. Probleme. Ja, da würde ich ja sagen, gefangen sind und dann kommt um diese Probleme. Gefangen sind, um diese Probleme. Da würde ich eher sagen, da nehmen wir das Original dann. Gefangen sind. Um Um diese diese Probleme. Probleme. Was waren das? Gefangen Gefangen sind. sind. Okay, da habe ich einmal mich geräuspert, so das muss weg. Gefangen Gefangen sind. sind. Um Um diese. diese. Und dann geht man einfach hin und sagt, okay, dann blendet man hier ein. Na gut. 0,3 ist ein bisschen weit, oder quasi fangen wir mal links an. Wir blenden hier aus. 0,2 blenden hier ein. 0,2. Shit. Ich habe wieder auf Ausblenden geklickt. 0,2. So, und dann habe ich, da habe ich einen schöneren Übergang. Fangen sind. Um diese diese Probleme Probleme für für mehrere mehrere Millionen Millionen Menschen Menschen in in Deutschland Deutschland zu zu lösen, lösen, haben haben wir wir einen einen Ringtauschalgorithmus Ringtauschalgorithmus entwickelt. entwickelt. Wir Wir fragen, fragen, was was suchst suchst du du und und was was gibst gibst du du dafür dafür her? her? Der Der Algorithmus Algorithmus offenbart offenbart den den Richt. Richt. Der Der Algorithmus Algorithmus offenbart. offenbart. Oh, vielleicht behalten wir das doch mal. Wie weit habe ich denn gesprochen? Was Was suchst suchst du, du, wieso wieso Zeit Zeit und und Geld Geld halten? halten? Auf Auf diese diese Weise Weise schaffen schaffen wir wir einen einen größeren größeren Angebotsmarkt. Angebotsmarkt. Menschen Menschen können können so. so. Vielleicht nehmen wir direkt das, wo ich eben dann in einem durchgesprochen habe. Fangen Fangen sind. sind. Um Um diese diese Probleme Probleme für für mehrere mehrere Millionen Millionen Menschen Menschen in in Deutschland Deutschland zu zu lösen, lösen, haben haben wir wir einen einen Ringtauschalgorithmus Ringtauschalgorithmus entwickelt. entwickelt. Wir Wir fragen, fragen, was was suchst suchst du du und und was was gibst gibst du du dafür dafür her? her? Der Der Algorithmus Algorithmus offenbart offenbart den den richtigen richtigen Interessenten, Interessenten, um um im im Ringtausch Ringtausch die die Wunschimmobilie Wunschimmobilie zu zu bekommen. bekommen. Wenn Wenn der der Algorithmus Algorithmus von von Immobilienmaklern Immobilienmaklern verwendet verwendet wird. wird. Warte mal, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Wo sind wir denn jetzt? Habe ich hier was gelöscht eben? Ah ja, deswegen. Okay, dann nochmal. Um Um diese diese Probleme Probleme für für mehrere mehrere Millionen Millionen Menschen Menschen in in Deutschland Deutschland zu zu lösen, lösen, haben haben wir wir einen einen Ringtauschalgorithmus Ringtauschalgorithmus entwickelt. entwickelt. Wir Wir fragen, fragen, was was suchst suchst du du und und was was gibst gibst du du dafür dafür her? her? Der Der Algorithmus Algorithmus offenbart offenbart den den richtigen richtigen Interessenten, Interessenten, um um im im Ringtausch Ringtausch die die Wunschimmobilie Wunschimmobilie zu zu bekommen. bekommen. Wenn Wenn der der Algorithmus Algorithmus von von Immobilienmaklern Immobilienmaklern verwendet verwendet wird, wird, visualisiert visualisiert er, er, A A muss muss an an B B verkaufen, verkaufen, um um die die Immobilie Immobilie von von C C zu zu bekommen. bekommen. Auf Auf diese diese Weise Weise schaffen schaffen wir wir einen einen größeren größeren Angebotsmarkt. Angebotsmarkt. Menschen Menschen können können so so Zeit Zeit und und Geld Geld sparen sparen und und was was am am wichtigsten wichtigsten ist, ist, die die Menschen Menschen können können die die gewünschte gewünschte Immobilie Immobilie finden. finden. Jetzt mal. Millionen Menschen Menschen in in Deutschland Deutschland zu zu lösen, lösen, haben haben wir wir einen einen Ringtauschalgorithmus Ringtauschalgorithmus entwickelt. entwickelt. Wir Wir fragen, fragen, was was suchst suchst du du und und was was gibst gibst du du dafür dafür her? her? Der Der Algorithmus Algorithmus offenbart offenbart den den Richt. Richt. Der Der Algorithmus Algorithmus auf. auf. Gibst Gibst du du dafür dafür her? her? Tja. Irgendwie die Klangfarbe der Stimme ist da halt anders. Was Was suchst suchst du du und und was was gibst gibst du du dafür dafür her? her? Der Der Algorithmus Algorithmus offenbart offenbart den den richtigen richtigen Interesse. Interesse. Dafür Dafür her. her.
Der Algorithmus offenbart den richtigen Interessenten, um im Ringtausch die Wunschimmobilie zu bekommen. Wenn der Algorithmus von Immobilienmaklern verwendet wird, visualisiert er, A muss an B verkaufen, um die Immobilie von C zu erhalten. Auf diese Weise schaffen wir einen größeren Angebotsmarkt. Menschen können so Zeit und Geld sparen und was am wichtigsten ist, die Menschen. Menschen können so Zeit und Geld sparen und was am wichtigsten ist, die Menschen können die gewünschte Immobilie. Menschen können so Zeit und Geld sparen und was am wichtigsten ist, die gewünschte Immobilie finden und erhalten. Darüber hätten die Menschen können gewünschte Immobilie. Wichtigsten ist, die Menschen können gewünschte Immobilie finden und erhalten. Darüber hinaus ist der Ringtauschalgorithmus nicht nur auf Immobilien beschränkt, er kann für alle Branchen verwendet werden. Zusätzlich führen wir übertragbares Immobilienguthaben ein. Stellt euch vor, anstatt immer wieder die aktuelle Immobilie zu verkaufen, um die nächste Immobilie kaufen zu können, können unsere Mitglieder ihr Immobilienguthaben von einer Immobilie zur nächsten mitnehmen. Auf diese Weise kombinieren wir den Ringtauschalgorithmus mit zeitgemäßen Anspar-Finanzierung. Natürlich klar, wahrscheinlich muss man das einatmen und rausstreiten. Wir wollen ja auf 10 Minuten kommen und wenn das jetzt mich hier jetzt jedes Mal 4 Sekunden. Finanzierungs- und Vorsorgeprodukten sichern über unser Kollektiv den Wohnbedarf für alle Alters. Auf diese Weise kombinieren wir den Ringtauschalgorithmus mit zeitgemäßen Anspar-, Finanzierungs- und Vorsorgeprodukten, sichern über unser Kollektiv den Wohnbedarf für alle Altersgruppen und minimieren die Transaktionskosten. Wer dieses Modell von Beginn an nutzt, spart in seinem Leben über 150.000 Euro. Um diese duale Idee abzurunden, schaffen wir ein... Okay, dieses Schlucken will ich auf keinen Fall da drin haben. Euro. Um diese duale Idee abzurunden, schaffen wir ein Immobilienfinanzsystem, das auf vier Säulen steht. Unser Alleinstellungsmerkmal, unsere Alleinstellungsmerkmale steht. Unsere Alleinstellungsmerkmale liegen in der Digitalisierung. Okay, jetzt hat es ein paar Mal den Stuhl geknackt. Also ist ja eh die nächste Seite. Und ja, diese die Seite mit der Problemlösung, also im Prinzip haben wir ja wirklich zwei Sachen, also dass man da mindestens zweimal tief einatmen sollte, das ist, ich glaube, das hören wir uns jetzt alles an. Irgendwie durchgedreht. Entspannt bleiben. Warte mal. Ich habe das Falsche gelöscht, oder was? Anwendungsmerkmale liegen in der Digitalität. Das hat ein paar Mal den Stuhl geknackt. Um diese duale Idee Achso, da habe ich nochmal. Entspannt bleiben. Telefonieren, das hört man. Ups. Eigentlich habe ich WhatsApp weggemacht. Ich weiß nicht, warum die Nachrichten dann trotzdem jetzt mal hier erscheinen. Um diese duale Idee abzurunden, schaffen wir ein Immobilienfinanzsystem, das auf vier Säulen steht. Ihr seht, gar nicht so einfach. Unsere Alleinstellungsmerkmale liegen in der Digitalisierung. Unsere Erfahrungen und Dienstleistungen liegen im Immobilien und Dienstleistungen liegen im Immobilien- und Finanzbereich. Doch wir helfen Menschen nicht nur als Dienstleister. Wir verbinden PropTech, FinTech und InsurTech. So,
Schön, wenn man das Einatmen und alles mit dabei hätte, aber das dauert zu lang und wir haben hier einen Schlucken. Insurtech. Unsere Immobilienfinanzprodukte begleiten Menschen vom Immobiliensparen in jungen Jahren über den Immobilientausch als Immobilienbesitzer bis hin zum Immobilienverzehr im Alter. Als Software-as-a-Service-Provider stellt Immotausch das übergeordnete Netzwerkportal dar. Die Benutzerlevel integrieren ein Kundenportal für jeden Lizenznehmer. Deren Endkunden können ihre Tauschanliegen, Deren Endkunden können ihre Tauschanliegen selbst hinterlegen und verwalten. Stellt euch vor, Paul hat ein Haus mit einem kleinen Garten in Hamburg. Er ist Kunde eines Immobilienmaklers und sucht ein Haus mit großem Garten in München. Sven und Anna geben das passende Haus her, sobald sie eine Wohnung mit Aufzug bekommen. Aber sie sind Kunde eines anderen Unternehmens. Ralf ist Kunde einer Institution wie einer Bank, Sparkasse oder Bausparkasse. Er passt perfekt in die Mitte der anderen Tauschprofile. Einblenden, ausblenden. Unsere Softwarearchitektur ermöglicht es anderen Immobiliendienstleistern, ihren eigenen Endkunden den Ringtausch auch unternehmensübergreifend anzubieten. Das dachweite Umsatzpotenzial für das Ringtauschportal liegt bei 400 Millionen Euro pro Jahr. Die Vermietung wird kostenlos angeboten. Hier erzielen wir Gewinne durch Cross-, Up- und Downselling, mit Abonnements für private Inserate im Verkaufsbereich und durch Provisionen als Immobilienmakler generieren wir weitere Verkaufsbereich und durch Provisionen als Immobilienmakler generieren. Generieren wir weitere 90 Millionen. Da ist der Luft weg. Mit Abonnements für private Inserate Potenzial für die Vermietung wird kostenlos. Die Vermietung wird kostenlos angeboten. Oh, das war ja doppelt. Die Vermietung wird kostenlos angeboten. Hier erzielen wir Gewinne durch Cross-, Up- und Downselling. Mit Abonnements für private Inserate im Verkaufsbereich und durch Provisionen als Immobilienmakler generieren wir weitere 90 Millionen Euro pro Jahr. Als Software-as-a-Service-Provider generieren wir mit Lizenzgebühren von Maklern und Institutionen rund 200 Millionen Euro pro Jahr. Als Finanzintermediär nehmen wir Geld von Darlehensgebern und Investoren entgegen und geben es an Darlehensnehmer und Verkäufer weiter. Robin Hood AG, oder nicht? So ein Schlucken, das ist ganz schlimm. Wenn man sowas mit nicht wegschneiden würde. Weiter. Und sonst hört man so ein komisches, diesen Übergang, wie bei einer Schallplatte damals. Das geht nicht. So können Darlehensgeber ihr Geld in unbesicherte Darlehen oder in Darlehen investieren, die durch Immobilien im ersten oder zweiten Rang in der Abteilung Reihe des Grundbuchs gesichert sind. Sie können auch Bruchteilseigentum mit
Sie können auch Bruchteilseigentum mit einer Stückelung von 125 Euro pro Anteil kaufen. Diese Immobilienanteile können für 25 Euro mit einer Option aufgewertet werden. Allgemein bieten wir Anlageprodukte in allen Größen und Risikoklassen an. Die meisten von Ihnen können auch als übertragbares Immobilienguthaben genutzt werden. Da war die Luft dann am Ende knapp. Hier wird es einatmen. Unser TAMSAM-SOM-Modell veranschaulicht das mögliche Transaktionsvolumen sowie den Umsatz für unser Netzwerk und unser Unternehmen. Auf der rechten Seite bekommst du eine Vorstellung davon, wie Immotausch die Verkaufsinserate mit Digital Lending, Immobilientoken, Kaufsinserate Immobilientokenisierung. Mann, oh Mann. Ja, deswegen soll man es in einem durchmachen am besten. So, dann müssen wir das noch mehr zusammenziehen, dass hier die. Warte mit Digital Lending, Immobilientokenisierung und Immobilien-Crowdfunding kombiniert. Immobilien sind mit 250 Billionen Euro die größte Assetklasse der Welt. Ach, dieses Schlucken, das geht nicht. Das können wir, müssen wir rausmachen. Sind mit 250 die Klasse der Welt. Marktprognosen gehen davon aus. So, und entweder haben wir das Einatmen ganz. Oder gar nicht. Klasse der Welt. Marktprognosen gehen davon aus, dass der Markt für Tokenisierung und Immobilien-Crowdfunding bis zum Jahr 20. Marktprognosen gehen davon aus. Das sind Marktprognosen. Aus, dass der Markt für Tokenisierung und Immobilien-Crowdfunding bis zum Jahr 2030 jeweils 1 Billion Euro pro Jahr erreichen wird. Ich gehe davon aus, dass es. Ja. Ich glaube am Ende, ich zeige jetzt mal, wie man dann am Ende noch das Video schneidet, aber ich glaube, ich habe vorhin eine wesentlich bessere Aufnahme und dann, da habe ich da zwar diese Idee, dieser Challenge dann plötzlich, weil ich dann wirklich immer so lang eingeatmet habe und dann in einem durchgesprochen habe, aber da hatte ich das noch nicht live, aber ich zeige euch jetzt mal, wie man dann so ein Video dann fertig zusammenschneidet und wir gucken mal, ob wir es am Ende auf 10, aber wenn ich jetzt hier schon sehe, Marktprognosen und dann habe ich das nicht nochmal gesprochen, dann sehe ich schon, am Ende werde ich die andere Aufnahme von vorhin nehmen, dann das Immotausch in diesem Markt einen Umsatzanteil von 100 bis 300 Milliarden Euro erreichen wird. Die Roadmap veranschaulicht die Entwicklungsschritte seit dem Jahr 2017. In dieser Zeit haben wir den Prototyp entwickelt und die Beta-Version zu dem Jahr 2017. In dieser Zeit haben wir den Prototyp entwickelt und die Beta-Version zusammen mit dem Gesamtkonzept veröffentlicht. Ende 2022. In dieser Zeit haben wir den Prototyp entwickelt und die Beta-Version zusammen mit dem Gesamtkonzept veröffentlicht. Ende 2022 haben wir einen kompletten Relaunch hinsichtlich der Produktwelt und des Designs durchgeführt. Lasst uns die Teilnehmer innerhalb dieses Marktes vergleichen. In Deutschland bieten die führenden Immobilienplattformen keine Tauschprofile an. In Deutschland, aber auch in anderen Ländern gibt es bereits eine Reihe von Immobilientauschportalen. Das eine oder andere sieht vielleicht sogar besser aus als die aktuelle Immotausch-Version. Es gibt bereits viele Immobilienmakler, die den Immobilientausch anbieten. Der bzw. die eine oder andere hat sich sogar darauf spezialisiert. Allerdings, im Gegensatz zu Immotausch,
bieten keine der anderen Plattformen oder Makler den Ringtausch-Algorithmus an. Hier fange ich schon an zu schlucken, dann direkt danach. Müssen wir also wegschneiden. Algorithmus an. Neben diesem allein, neben... Neben diesem Alleinstellungsmerkmal sind wir die einzigen, die ein Gesamtkonzept anbieten, das das Portal mit übertragbaren Immobilienguthaben innerhalb eines Kollektivs verbindet. Auch wenn wir uns die Wettbewerber weltweit anschauen, werden wir kein anderes Unternehmen finden, das einen Ringtauschalgorithmus oder übertragbares Immobilienguthaben anbietet, erst recht nicht innerhalb eines solchen Gesamtkonzeptes. Für den Markteintritt ins Endkundengeschäft ist eine breit angelegte Strategie vorgesehen, welche die Zielgruppen in die Pilotphase integriert. Teilnehmer und Multiplikatoren werden belohnt. Die Kombination von einem Gratisjahr und Marketingpaket steigert das Interesse der Immobilienmakler. Die Versorgung mit Terminen zur Aufnahme von Tausch aus aktuellen Gesprächen über die... Für den Markteintritt ins Endkundengeschäft ist auch und Multiplikatoren werden belohnt. Die Kombination von einem Gratisjahr und Marketingpaket steigert das Interesse der Immobilienmakler. Die Versorgung mit Terminen zur Aufnahme von Tauschangeboten sichert und erweitert die eigene Objektpipeline. Aus aktuellen Gesprächen über die Zusammenarbeit mit Unternehmen der Volksbankengruppe wurde bereits der erste Vertrag gegengezeichnet. Mein Name ist Patrick Riehl. Als ausgebildeter Immobilienkaufmann, Sachverständiger, Versicherungsfachmann und finanzierter Immobilienkaufmann, Sachverständiger, Finanzanlagenfachmann bringe ich die richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen für die Geschäftsführung von Immotausch mit. Mit meinem Team habe ich den Ringtausch-Algorithmus und das Ringtauschportal entwickelt. Im Jahr 2022 habe ich das Patent für den Ringtausch-Algorithmus. Mit meinem Team habe ich den Ringtausch-Algorithmus und das Ringtauschportal entwickelt. Im Jahr 2022 habe ich das Patent für den Ringtausch-Algorithmus. Habe ich das Patent für den Ringtauschalgorithmus und die Softwarearchitektur angemeldet. Meine Mission als Gründer und Geschäftsführer: Ich helfe Menschen, einfacher, besser und schneller Vermögen aufzubauen und Wunschimmobilien zu finden und zu erhalten. Ist es wirklich dann besser geworden? Und zu erhalten. Erhalten. Für Investoren. Erhalten. Für Investoren bieten wir eine Vielzahl verschiedener Anlage. Für Investoren, wenn ihr bereits daran. So, das ist ein Spiel heute, gell? Und zu erhalten.
für ihn. Erhalten. Für Investoren bieten wir eine Vielzahl verschiedener Anlagemöglichkeiten an. Die typisch stille Beteiligung und die Genussrechte kombinieren Gewinnanteile mit einer festen Verzinsung. Es gibt viele verschiedene Arten von Wandelanleihen. Genussrechte kombinieren Gewinnanteile. Wenn ihr bereits Garantieanteile mit einer festen Verzinsung. Da fehlt ja das T. Dann nehmen wir nicht das Es gibt neu, sondern Es gibt viele verschiedene. So ist besser. Es gibt viele verschiedene Arten von Wandelanleihen, aus denen ihr wählen könnt. Sie ermöglichen die Wahl zwischen Auszahlung des verzinsten Darlehens und der Umwandlung in Genussrechte oder Aktien mit besonderen Bezugsrechten. Wenn ihr bereits daran interessiert seid, Gesellschafter und Partner des Unternehmens zu werden, bieten wir euch junge Unternehmensanteile mit besonderen Bezugsrechten an. Für Privatpersonen und Unternehmen mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, die sich rechtzeitig beim BaFa registriert haben, gibt es dabei einen staatlichen Zuschuss von 25%. Ah ja, dann haben wir da neu. So. Wahrscheinlich. So, können wir das hier alles wegschneiden. Und dann geht es hier neu weiter. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto schneller und effektiver können wir den Menschen in Deutschland und in Europa helfen. So, und dann noch mit dem Einblendeeffekt. Zack. Europa helfen. Wollen wir mal hier ausblenden. Wir hinterlegen, da liegt ja sowieso noch Musik drunter. Da merkt man, dass die Hintergrundgeräusche weg sind. Merkt man dann nicht mehr, wenn man noch so ein bisschen Hintergrund der Musik drunter legt. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Es muss noch kürzer sein. Europa helfen. Reicht. Das ist doch irgendwie so ein Störgeräusch, oder? Europa helfen. Wir werden ein. Nein. Das war das N. Wir werden ein. Und dann müssen wir hier nochmal ausblenden. Und einblenden. Brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ich bin jetzt sehr nah rangerutscht. Das sind ja alles nur Bruchteile von einer Sekunde quasi. Wenn man so nah ranzoomt. Das ist zu viel. So, weil wir müssen ja, wollen ja auch gucken, dass wir in 10 Minuten das Ganze, also 10 wir werden eine angemessene Konzernstruktur als doppelte Holding mit Zweckgesellschaften errichten. Ah, so ein bisschen zu viel, oder? Zum einen müssen wir eine. Zum einen.
Nee, stimmt nicht. War richtig. Zum einen Mücken. Zum einen. So, und da haben wir wieder dieses Knacken dann immer, wenn wir diese Übergänge erschaffen. Und das ist wohl der Grund, warum man dann am besten halt wirklich das in einem durchmacht. Wie gesagt, ich habe eine Aufnahme, da habe ich das sogar eigentlich schon mal recht gut geschafft. Aber jetzt arbeiten wir mal gerade einfach so aufgrund des Games quasi. Einfach mal machen wir das hier zu Ende, damit man sieht, okay, das hat man aufgenommen und so funktioniert es dann, wenn man dann das Video damit erstellt. Zum Einrichten, zum Errichten. Zum einen müssen Ja, das war das Ende, ist gut dabei, schon okay. wir unsere eigene Infrastruktur, Programmierung, Marketing und Kommunikation. Darüber hinaus müssen wir in Änderung und Expansion sowie viele andere Dinge investieren. Darüber hinaus müssen wir ein So viel Zeit haben wir nicht für so lange Pausen. Darüber hinaus müssen wir ein Immobilienportfolio aufbauen, welches wir den Menschen als Immobilienkollektiv zur Verfügung stellen können. So, und solange wir hier insgesamt bei 20 gleich landen, und das sieht gut aus, was die Zeit angeht. Marketing und Kommunikation, Erweiterung und Expansion sowie viele andere Dinge investieren. Darüber hinaus müssen wir ein Immobilienportfolio aufbauen, welches investieren. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto schneller und effektiver können wir den Menschen in Deutschland und in Europa helfen. Wir werden eine angemessene Konzernstruktur als doppelte Holding mit Zweckgesellschaften errichten. Zum einen müssen wir in unsere eigene Infrastruktur, Programmierung, Marketing und Kommunikation, Erweiterung und Expansion sowie Marketing und Kommunikation, Erweiterung und Expansion, sowie und Kommunikation, Erweiterung und Expansion, sowie. Sophie. Sowie. Oder sowie. Sowie viele andere Dinge investieren. Darüber hinaus müssen wir ein Immobilienportfolio aufbauen, welches wir den Menschen als Immobilienkollektiv zur Verfügung stellen können. Außerdem sollen die aktuellen Anlageprodukte auch über alle Schichten der Altersvorsorge einschließlich der Europarente erreichbar werden. Wenn ihr die Immobilienwelt verändern möchtet, meldet euch bei uns. Gemeinsam können wir dann die nächsten Schritte für euer Investment definieren. So. Jetzt müssten wir tatsächlich die langen Pausen doch rausnehmen. Also wir kommen sonst hier knapp über die 10 Minuten, ja. Andere Dinge investieren. Darüber hinaus müssen wir ein Immobilienportfolio. Also das lange Einatmen, das kostet halt wirklich Zeit. Investieren. Darüber hinaus investieren. Darüber hinaus müssen So, es geht jetzt hier um 20 Sekunden oder sowas. So, wir könnten natürlich mal ja, erstmal hier kürzen und dann schiebe ich es rüber. Heute stelle ich euch meine. In Deutschland haben wir zwei große Probleme in der Immobilien- und So, Finanzbranche. also wir könnten es mal lassen zum Zählen, ja, aber wir haben hier einmal, In Deutschland quasi. zweimal. Alles andere teurer wird. Aber Aber das das Einkommen Einkommen der der Menschen Menschen steigt steigt kaum, kaum, die die Reallöhne Reallöhne sind. sind. Um Um diese diese Probleme Probleme für für mehrere mehrere mitzuhalten. mitzuhalten. Auf Auf diese diese Weise Weise schaffen schaffen wir wir einen einen größeren größeren Angebotsmarkt. Angebotsmarkt. Menschen Menschen können können vier. So Zeit und Geld sparen. Und was am wichtigsten Angebotsmarkt. Menschen können so Zeit und Geld sparen. Und was am wichtigsten ist, die Menschen im Angebotsmarkt. Menschen können so Zeit und Geld sparen. Und was am wichtigsten ist, die Menschen können die gewünschte Immobilie mitnehmen. Auf diese Weise kombinieren wir den Ringtauschalgorithmus mit zeitgemäßen Anspar-Finanzierungsdruck, um diese duale Eule entsteht.
Um diese duale Idee abzurunden, schaffen wir ein Immobilienclub Euro. Um diese duale Idee abzurunden, schaffen wir. Ja, das war ja doppelt. Euro. Um diese duale Idee abzurunden, schaffen wir. Da ist es! Haha! So. Klasse. So. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Ja. Nur. Warum mache ich mir so kompliziert? Ich musste nur die Lücke schließen. Zack. Zack. So, worauf läuft es hinaus? Oh, wir sind über 10. Okay, dann müssen wir zusammenziehen, das lange Einatmen. Ja, das können wir nicht, können wir uns leider nicht erlauben hier, wenn wir 10 Minuten einhalten wollen. Aber wir können ja zählen. Hier war es einmal. Heute stelle ich euch meine Firma Emotausch vor und zeige euch das neue Pitch Deck. Wir haben einen Ringtauschalgorithmus entwickelt. Der Prototyp, besser gesagt das neue Pitch Deck. Wir haben einen Ringtauschalgorithmus entwickelt. Der Prototyp, besser gesagt. Die Beta-Version ist bereits online und das Patent befindet sich in der Prüfungsphase. So, und ich sage euch mal was. Es ist viel einfacher, wenn das auf der Folie steht, aber wir gar nicht auf... Neue Pitch-Deck. Wir haben ein Pitch-Deck. Wir sagen das neue Pitch-Deck. Na, machen wir mal hier so. Steht drauf, Prototyp ist da, Patent ist in Prüfung. Zack. So einfach ist es. So, und dann wäre das natürlich mit dem Atmen. Jetzt habe ich quasi einmal einatmen gut geschrieben, ja. In Deutschland haben wir zwei große Probleme in der Immobilien- und Finanzbranche. Jeder hier weiß, dass wir einen enormen Nachfrageüberhang bei Wohnimmobilien haben. Der Andrang ist zwar abgeflacht, aber nur, weil die meisten Menschen sich die aufgerufenen Preise gar nicht leisten können. Gründe dafür sind hohe Erwerbsnebenkosten und die anhaltende Stagflation. Die Zinsen sind gestiegen, trotzdem beharren die Verkäufer auf den hohen Preisen, weil vieles andere teurer wird. Aber das Einkommen der Menschen steigt kaum. Die Reallöhne sinken. Menschen, die nur von einer Immobilie zur nächsten wechseln. Halt, stopp. Wir müssen ja auch noch die Folien beachten. Zwei großen steigt kaum. Die Reallöhne sinken. Menschen, die nur von einer Immobilie zur nächsten wechseln wollen, stecken in einem Dilemma. Sie können weder zu einem niedrigen Preis verkaufen, noch zu einem hohen Preis kaufen. Diese Hürden sind verantwortlich dafür, dass Millionen von Menschen unerfüllte Immobilienträume haben oder in Kompromissen gefangen sind. Um diese Probleme für mehrere... So, 3 Millionen Menschen in Deutschland zu lösen. Und was gibst du dafür her? Der Algorithmus auf dem Angebotsmarkt. Menschen können so Zeit und Geld sparen. Und was am wichtigsten ist, die Menschen können die gewünschte Immobilie finden und erhalten. Den nächsten mitnehmen. Auf diese Weise kombinieren wir den Ringtauschalgorithmus mit zeitgemäßen Anspar-, Finanzierungs- und Vorsorgeprodukten, sichern über unser Kollektiv den Wohnbedarf für alle Altersgruppen und minimieren die Transaktionskosten. Wer dieses Modell von Beginn an nutzt, spart in seinem Leben über 150.000 Euro. Um diese duale Idee... So, wie ist das jetzt? Kommt 5, glaube ich, gell? Die abzurunden, schaffen wir ein Immobilienfinanzsystem, das auf 4 Säulen steht. Unsere Alleinstellungsmerkmale liegen in der Digitalisierung. Unsere Erfahrungen und Dienstleistungen liegen im Immobilien- und Finanzbereich. Doch wir helfen Menschen nicht nur als Dienstleister, wir verbinden PropTech, FinTech und InsurTech. Unsere Immobilienfinanzprodukte begleiten Menschen vom Immobiliensparen in jungen Jahren über den Immobilientausch als Immobilienbesitzer bis hin zum Immobilienverzehr im Alter. Als Software-as-a-Service-Provider stellt Immotausch das übergeordnete Netzwerkportal dar. Die Benutzerlevel integrieren einen Kund-Provider-Verzehr im Alter. So, muss ja schon hier hin. Als Software-as-a-Service. Als Software im Alter. Als Software-as-a-Service-Provider stellt Immotausch das übergeordnete Netzwerkportal dar. Die Benutzerlevel integrieren ein Kundenportal für jeden Lizenznehmer. Deren Endkunden können ihre Tauschanliegen selbst hinterlegen und verwalten. Stellt euch vor, Paul hat ein Haus mit einem kleinen Garten in Hamburg. Er ist Kunde eines Immobilienmaklers, selbst hinterlegen und verwalten. Stellt... Okay, also hier ist das 7. Mal einatmen. Das eine vorne schreibe ich mir gut, weil wir dann da ja gekürzt haben.
Das könnte man zwar jetzt nochmal neu machen und so weiter und so fort. Aber hätte ich den Text direkt rausgekürzt, quasi, um zu sagen, okay, vorne können wir das Intro ja viel kürzer haben, dann habe ich ja dann, kann ich den Atem mit auf die nächste Seite nehmen. Also einer ist gut geschrieben. Wir sind bei sieben. Stellt euch vor, Paul hat ein Haus mit einem kleinen Garten in Hamburg. Er ist Kunde eines Immobilienmaklers und sucht ein Haus mit großem Garten in München. Sven und Anna geben das passende Haus her, sobald sie eine Wohnung mit Aufzug bekommen. Aber sie sind Kunde eines anderen Unternehmens. Ralf ist Kunde einer Institution wie einer Bank, Sparkasse oder Bausparkasse. Er passt perfekt in die Mitte der anderen Tauschprofile. Unsere Softwarearchitektur ermöglicht es anderen Immobiliendienstleistern, ihr... Mal kurz gucken. Oh, ich habe hier schon wieder zwei Töne an. Das heißt, man hört mich ja dann wieder doppelt. Das muss ich mal kurz überprüfen. Eieiei. Ah, nein, doch kein doppeltes. Okay. Doch nicht doppelt. Dann können wir ihren eigenen Endkunden den Ringtausch auch unternehmensübergreifend anzubieten. Das dachweite Umsatzpotenzial für das Ringtauschportal liegt bei 400 Millionen Euro pro Jahr. Die Vermietung wird kostenlos angeboten. Hier erzielen wir Gewinne durch Cross-, Up- und Downselling. Mit Abonnements für private Inserate. So, jetzt war ich kurz abgelenkt. Okay, die andere Mikrofonspur, da hatte ich mal einen Fehler gemacht, dann habe ich ein Echo gehört und das lag daran, dass ich von der Kamera das Mikrofon hatte, aber die ist ja hier ausgeblendet. So, und das war eben der Check. Liegt bei 400 Millionen Euro pro Jahr. Das dachweite Umsatzpotenzial. So, jetzt müssen wir hier natürlich schon das nach vorne ziehen. Das dachweite Umsatzpotenzial. Zack. Wäre dann... Hier gab es aber kein Einatmen, wir sind immer noch bei 7, glaube ich. Und anzubieten. Das dachweite Umsatzpotenzial für das Ringtauschportal liegt bei 400 Millionen Euro pro Jahr. Die Vermietung wird kostenlos angeboten. Hier erzielen wir Gewinne durch Cross-, Up- und Downselling. Mit Abonnements für... Ich glaube, das war dann die 8. Für private Inserate im Verkaufsbereich und durch Provisionen als Immobilienmakler generieren wir weitere 90 Millionen Euro pro Jahr. Als Software-as-a-Service-Provider generieren wir mit Lizenzgebühren von Maklern und Institutionen rund 200 Millionen Euro pro Jahr. Ja, als Finanzintermediär nehmen wir Geld von Darlehensgebern und Investoren entgegen und geben es an Darlehensnehmer und Verkäufer weiter. Zack. So können Darlehensgeber ihr Geld in unbesicherte Darlehen oder in Darlehen investieren, die durch Immobilien im ersten oder zweiten Rang in der Abteilung 3 des Grundbuchs gesichert sind. Sie können auf Bruchteilseigentum mit einer Stückelung von 125 Euro pro Anteil kaufen. Diese Ich glaube, da hatte ich dann den Atem weggeschmissen, dann weggeschnitten. Das müssten dann zumindest mal 9 sein jetzt. Immobilienanteile können für 25 Euro mit einer Option aufgewertet werden. Allgemein bieten wir Anlageprodukte in allen Größen und Risikoklassen an. Die meisten von ihnen können auch als übertragbares Immobilienguthaben genutzt werden. 10. So, und dann, also das eine ist die Challenge, aber das andere ist... Nutzt werden. Unser Tanz-Song... Das können wir auf jeden Fall nicht so da drin, das kommt irgendwie komisch. Ja, das müssen wir wegschneiden. Also wir sind jetzt bei 10, möglicherweise. Unser Tanz-Song-Modell veranschaulicht das mögliche Transaktionsvolumen sowie den Umsatz für unser Netzwerk und unser Unternehmen. Auf der rechten Seite bekommst du eine Vorstellung davon, wie Immotausch die Verkaufsinserate mit Digital Lending, Immobilien-Tokenisierung und Immobilien-Crowdfunding kombiniert. Immobilien sind mit 250 Billionen Euro die größte Assetklasse der Welt. Marktprognosen gehen davon aus, dass der Markt für Tokenisierung und Immobilien-Crowdfunding bis zum Jahr 2030 jeweils 1 Billion Euro pro Jahr erreichen wird. Ich gehe davon aus, dass Immotausch in diesem Markt einen Umsatzanteil von 100 bis 300 Milliarden Euro erreichen wird. So, also, ich habe Marktprognosen gesagt. Ich habe das R nicht ausgesprochen. Also, wenn wir jetzt tatsächlich diese Version lassen, so nach dem Motto, das ist das, was wir hier quasi gemeinsam gemacht haben,
Und ihr hört dann Marktprognosen, dann ist das definitiv diese Version, wo ich dann das nicht nochmal aufgenommen habe. Weichen wird. Geht aber eigentlich nicht. Die Roadmap wäre wirklich nur als Gag. Map veranschaulicht die Entwicklungsschritte seit dem Jahr 2017. In dieser Zeit haben wir den Prototyp entwickelt und die... Aber ich sag nicht Prototyp, oder? In dieser Zeit haben wir den Prototyp entwickelt und die Beta-Version zusammen mit dem Gesamtkonzept veröffentlicht. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Sind wir jetzt bei 11 oder? Wird. Die Roadmap Veranschaulichungskonzept veröffentlicht. Ende 2022 haben wir einen kompletten Relaunch hinsichtlich der Produktwelt und des Designs durchgeführt. Lasst uns die Teilnehmer innerhalb dieses Marktes vergleichen. 12. In Deutschland bieten die führenden Immobilienplattformen... Sorry, wir können dieses lange... In Deutsch... Das wäre auch nur wirklich als Gag, so ein langes Einatmen da drin zu lassen. Deutschland bieten die führenden Immobilienplattformen keine Tauschprofile an. In Deutschland, aber auch in anderen Ländern gibt es bereits eine Reihe von Immobilientauschportalen. Das eine oder andere sieht vielleicht sogar besser aus als die aktuelle Immotauschversion. Es gibt bereits viele Immobilienmakler, die den Immobilientausch anbieten. Der bzw. die eine oder andere hat sich sogar darauf spezialisiert. Allerdings, im Gegensatz zu Immotausch, bieten keine der anderen Plattformen oder Makler den Ringtauschalgorithmus an. Neben diesem Alleinstellungsmerkmal sind wir die allerdings, im Gegensatz zu Immotausch, bieten keine der anderen Plattformen oder Makler den Ringtauschalgorithmus an. Neben diesem Alleinstellungsmerkmal an. Neben diesem. Das heißt irgendwie ein komisches Geräusch. Neben diesem. Neben. Neben diesem, neben diesem, was ist das? Neben diesem, neben diesem Alleinstellungsmerkmal sind wir die. Neben was ist das? Das ist irgendwie so ein komischer Ton. Die aktuelle Ära hat sich zu bieten, keine der anderen Plattformen oder Makler den Ringtauschalgorithmus an. Neben diesem. Ach, das ist tatsächlich. Das kommt hiervon. Der Ringtauschalgorithmus an. Neben diesem Alleinstellungsmerkmal sind wir die Einzigen, die ein Gesamtkonzept. Und das liegt einfach daran, dass wir hier zuerst den Beginn von dem Lied haben und dann irgendwie das nochmal neu. Wir müssen hier einfach... Keine Ahnung. Nee, wie lang ist denn hier? Also wir haben hier einen Überblendeffekt. Und... aber das machen wir später. Okay, dann weiß ich, woher der komische Ton kam. Und dann müssen wir einfach diese Überblendung von der Musik später nochmal anschauen. Neben diesem Alleinstellungsmerkmal sind wir die Einzigen, die ein Gesamtkonzept anbieten, das das Portal mit übertragbaren Immobilienguthaben innerhalb eines Kollektivs verbindet. Auch wenn wir uns die Wettbewerber an. Neben diesem übertragbaren Immobilienguthaben innerhalb eines Kollektivs verbindet. Auch wenn wir uns die Wettbewerber. Verbindet ist auch nicht perfekt ausgesprochen. Wer wir weltweit anschauen, werden wir kein anderes Unternehmen finden, das einen Ringtauschalgorithmus oder übertragbares Immobilienguthaben anbietet, erst recht nicht innerhalb eines solchen Gesamtkonzeptes. Für den Markteintritt ins Endkundengeschäft ist eine breit angelegte Strategie vorgesehen, welche die Zielgruppen in die Pilotphase integriert. Teilnehmer und Multiplikatoren werden belohnt. Die Kombination von einem Gratisjahr und Marketingpaket steigert das Interesse der Immobilienmakler. Die Versorgung mit Terminen zur Aufnahme von Tauschangeboten sichert und erweitert die eigene Objektpipeline. Aus aktuellen Gesprächen über die Zusammenarbeit mit Unternehmen der Volksbankengruppe wurde bereits der erste Vertrag gegengezeichnet. Mein Name ist Patrick Riedel. Als wurde bereits der erste Vertrag gegengezeichnet. Das ist ja ein passendes Didi-Dit. Tag gegengezeichnet. Mein Name ist Patrick Riehl. Als
Patentengruppe wurde bereits der erste Vertrag gegengezeichnet. Mein Name ist Patrick Riehl. Als ausgebildeter Immobilienkaufmann, Sachverständiger, Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann bringe ich die richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen für die Geschäftsführung von Immocoach mit. Mit meinem Team habe ich den Ringtausch-Algorithmus und das Ringtausch-Portal entwickelt. Im Jahr 2022 habe ich das Patent für den Ringtausch-Algorithmus und die Softwarearchitektur angemeldet. Meine Mission als Gründer und Geschäftsführer: Ich helfe Menschen, einfacher, besser und schneller Vermögen aufzubauen und Wunschimmobilien zu finden und zu erhalten. So. Ich habe aufgehört mitzuzählen. Keine Ahnung, wir sind jetzt bei 14 oder sowas oder 15. Für Investoren bieten wir eine Vielzahl verschiedener Anlagemöglichkeiten an. Die typisch stille Beteiligung und die Genussrechte kombinieren Gewinnanteile. Oh, stopp mal. Für Investoren bieten wir eine Ja, ich glaube, nehmen wir das mal ruhig ein bisschen hier rüber. Damit dieses Einatmen dann der Folien über. Also normalerweise, eigentlich müsste man ja das mit dem Einatmen dann so machen, dass man sagt, okay, während die eine Folie in die nächste überblendet, hat man das Einatmen und dann kann jemand gedanklich quasi von der einen Folie auch nochmal Luft holen und auf die nächste Folie mit rüberkommen. So, das ist ja das, was es eigentlich ist. Das, was wir jetzt machen, das ist jetzt Spielerei, um so ein bisschen... Ja, eine Challenge, ich will jetzt nicht sagen aus Langeweile, sondern ich fand es einfach lustig. Ich habe gestern eine Dokumentation über Louis Capaldi gesehen und da habe ich gedacht, Mann, oh Mann, der Typ ist im Prinzip genau das Gegenteil von mir. Der war am Anfang, wobei ich weiß gar nicht, ob er am Anfang so bescheiden war, der hat auch Videos gedreht und für, so nach Motto, da hat er mittendrin gesagt, okay, also wenn ich irgendwann mal eine Dokumentation über mich, dann werden wir jetzt feststellen, ob einer dieser Songs, die ich jetzt bisher aufgenommen habe, ein Hit wird, ein Nummer 1 Hit. Und wenn das ein Nummer 1 Hit wird, dann kommt der in 3 Sekunden. Lasst uns runterzählen. 3, 2, 1. Nichts passiert? Na, dann war noch kein Hit dabei. Fand ich ganz lustig, weil der hat also auch sich selbst schon dabei gefilmt und so weiter und Aufnahmen davon gemacht, wie er eigentlich mittendrin dabei ist. Später kam vielleicht noch ein Filmteam dazu, aber der hat es zu Hause trotzdem schon mal selbst angefangen. So wie ich. Nehmt euch einfach mal mit. Ja, wir schreiben keinen Hit, keinen Musikhit. Wir entwerfen ein Videopitch-Hit beziehungsweise ein Unternehmenshit quasi, ein Innovationshit, ein PropTech-Fintech-Hit. Das ist das, was wir machen. Und wenn irgendwann eine Dokumentation darüber gedreht wird, unabhängig von den Lives, die sich andere Menschen bei mir angucken könnten, wer weiß, vielleicht werden wir das alles löschen und nur noch zusammenschneiden. Und wenn Immotausch jetzt 100 Millionen Euro Umsatz schon gemacht hat, dann zählen wir gemeinsam runter und dann werdet ihr gleich sehen, dass wir 100 Millionen Euro, irgendwie wird es dann gezeigt. Dann wird irgendwas gezeigt, was dazu passt. Also 3, 2, 1. Ich werde gar nicht sagen, dass es nicht passiert ist. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal ein Level höher. Also, wenn später eine Dokumentation hierüber gedreht wird, dann werden wir gleich herausfinden, was ich mir Schönes gekauft habe, weil wir eine ganze Milliarde Euro Umsatz schon gemacht haben und ich mir entsprechend dann auch was leisten durfte. Und was ich mir davon gekauft habe, das zeigen wir euch in 3, 2, 1. So, und dann machen wir das Ganze nochmal mit. Jetzt zeigen wir euch, was ich mir Schönes geleistet habe, weil wir für 1 Milliarde Euro Anteile verkauft haben. Und das zeigen wir euch in 3, 2, 1. So, okay. Und wenn wir dann irgendwann über die Billionen reden oder sowas Ähnliches, dann machen wir einfach nochmal ein Video. So, und jetzt also wieder zurück zum Thema. Für Investoren bieten wir eine Vielzahl verschiedener Anlagemöglichkeiten an. Die typisch stille Beteiligung und die Genussrechte kombinieren Gewinn. Investoren bieten wir eine Vielzahl verschiedener Anlagemöglichkeiten an.
Das kommt dahin. An. Die typisch stehende Beteiligung und die Genussrechte kombinieren Gewinnanteile mit einer festen Verzinsung. Es gibt viele verschiedene Arten von Wandelanleihen, aus denen ihr wählen könnt. Sie ermöglichen die Wahl zwischen Auszahlung des verzinsten Darlehens und der Umwandlung in Genussrechte oder Aktien mit besonderen Bezugsrechten. Wenn ihr bereits daran interessiert seid, Gesellschafter und Partner des Unternehmens zu werden, bieten wir euch junge Unternehmensanteile mit besonderen Bezugsrechten an. Für Privatpersonen und Unternehmen. Für Privatpersonen. Das können wir im Prinzip schon hier machen. Mit besonderen Bezugsrechten an. Für Private Unternehmen. Das könnten wir eigentlich sogar hier rüberziehen. Lass mal sehen. Und Partner. Das hier sind 26 Sekunden. Boah. Echt? Dann ziehen wir vielleicht Zeit, Gesellschafter und Partner des Unternehmens zu werden, bieten wir euch junge Unternehmensanteile mit besonderen Bezugsrechten an. Das könnten wir sogar so machen. Wir ziehen das hier hin und zeigen die andere Folie und sagen dann, ja, aber die Förderung gibt es halt nur. Also das sind 2005, also ja, das sind 25%, aber gut, der Gewinn liegt nicht in den 25%, der liegt eigentlich daran, an den Bezugsrechten. So sieht es doch aus. Wenn ihr bereits daran interessiert seid, Gesellschafter und Partner des Unternehmens zu werden, bieten wir euch junge Unternehmensanteile mit besonderen Bezugsrechten an. Für Privatpersonen und Unternehmen mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, die sich rechtzeitig beim BaFa registriert haben, gibt es dabei einen staatlichen Zuschuss von 25%. Wie gesagt, für alle, die sich registriert haben, jetzt nicht mehr. 20%. Also, jetzt kann man sich halt nicht mehr registrieren. 20%. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto schneller und effektiver können wir den Menschen in Deutschland und in Europa helfen. Wir werden eine angemessene Konzernstruktur als doppelte Holding mit Zweckgesellschaften errichten. Zum einen müssen wir unsere eigene Infrastruktur, Programmierung, Marketing und Kommunikation, Erweiterung und Expansion sowie viele andere Dinge investieren. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto schneller und effektiver können wir den Menschen in Deutschland und in Europa helfen. Wir werden eine angemessene Konzernstruktur als doppelte Holding mit Zweckgesellschaften errichten. Zum einen müssen wir in unsere eigene Infrastruktur, Programmierung, Marketing und Kommunikation, Erweiterung und Expansion sowie viele andere Dinge investieren. Darüber hinaus müssen wir ein Immobilienportfolio aufbauen, welches wir den Menschen als Immobilienkollektiv zur Verfügung stellen können. Außerdem sollen die aktuellen Anlageprodukte auch über alle Schichten der Altersvorsorge einschließlich der Europarente erreichbar werden. Tja, also das mit dem erreichbar werden hört sich auch nicht perfekt an. Da haben wir schon drei Sprachfehler im Prinzip. Schicht der Europarente erreichbar werden. Schicht der Europarente erreichbar werden. Erreichbar werden. Also ob wir das hier vielleicht korrigieren können. Erreichbar werden. Erreichbar werden. Erreichbar werden. Erreichbar werden. Erreichbar werden. Scheiße, wo bin ich jetzt? Da. Ich glaube, dieses kleine A vorne dran. Erreichbar werden. Erreichbar werden. Erreichbar werden. Erreichbar werden. Erreichbar werden. Oh doch. Hier, das ist, guck mal hier. Dieses. Einmal, zweimal, dreimal. Diese drei Huppel, die schneiden wir jetzt weg. Da wird es von einem A erreichbar werden. Das war halt, es war gegen das Skript. Ja, ich hatte da was anderes geschrieben und habe mir dann gedacht, vielleicht könnten wir auch erreichbar werden sagen. Und immer wenn du vom Skript abweichst, dann hast du halt das Problem, dein Gehirn fragt sich, was denn jetzt auf einmal los? Und dann entsteht sowas. Erreichbar werden. Erreichbar werden. Parente erreichbar werden. Na also. Parente erreichbar werden. Gut, dann sind es doch nur zwei Fehler. Ja, und Po oder Pro, da könnte man jetzt noch ein R drunter schieben oder es nochmal neu aufnehmen, aber
Irgendwie habe ich so ein bisschen die Idee, wir könnten diese zwei kleinen, kaum hörbaren Fehler drin lassen, damit, wenn wir das tatsächlich veröffentlichen, wir wissen, das war jetzt tatsächlich diese Aufnahme. Wenn ihr die Immobilienwelt verändern möchtet, meldet euch bei uns. Gemeinsam können wir dann die nächsten Schritte für euer Investment definieren. So, und jetzt kann man natürlich darüber streiten, was war jetzt eigentlich das wichtigste Ziel an der heutigen Übung war, also eine Audio-File zu erstellen, die eine gute Klangqualität hat, eine Tonqualität, Klangfarbe der Stimme, ja, überzeugend, fröhlich, aber vor allem auch unter diesen 10 Minuten zu bleiben. So, und jetzt haben wir weniger als 10 Minuten. So schnell konnte ich es nicht öffnen. So, das heißt, ich würde sogar jetzt hingehen und sagen, zack, wir ziehen das jetzt mal, dann müssen wir das Lied nicht noch verändern. Definieren. So, das ist doch gut. So, das heißt, wir sind hier bei 9,58,5. So, und die anderthalb Sekunden, die lassen wir mal, das wird dann irgendwie von den Portalen eh noch dann drauf hinzugefügt quasi. Dann sagen die, es sind 10 Minuten. So, das heißt, wir haben es wirklich, was diese zeitlich angeht, geschafft. Wir haben es ungefähr mit dem Einatmen geschafft. Weiß nicht, also vorne, da gebe ich mir auf jeden Fall einen Bonus. Wir haben ja dann einen Teil weggeschnitten. Das könnte ich jetzt nochmal neu machen. Das wäre aber Irrsinn. Also, es ist immer noch ein Spiel. Und so, und jetzt machen wir nochmal die Überblendung. Oder das kann ich ja einfach hier selbst so machen, ja, dass ich sage, okay, dann blenden wir das hier. Oh, ist das Pad vorbei. Da müssten wir sagen, vielleicht 8 Sekunden. Mal sehen, wie hört sich das an? Wird allerdings deren Plattform oder Makler den Ringtauschalgorithmus an. Neben diesem Alleinstellungsmerkmal sind wir die einzigen, die ein Gesamtkonzept anbieten, das das Portal mit übertragbaren Immobilienguthaben innerhalb eines Kollektivs verbindet. Auch ja, es ist jetzt nicht perfekt, dass es da übergeht, aber es kann ja ruhig langsam kommen, weil hier flippt es eh wieder aus dann plötzlich. Wir die einzigen, die ein Gesamtkonzept anbieten, das das Portal mit übertragbaren Immobilienguthaben innerhalb eines Kollektivs verbindet. Auch wenn wir uns die Wettbewerber weltweit anschauen, werden wir kein anderes Unternehmen finden, das einen Ringtauschalgorithmus oder übertragbares Immobilienguthaben anbietet, erst recht nicht innerhalb eines solchen Gesamtkonzeptes. Für den Markteintritt ins Ad Ich würde sagen, das können wir so lassen. Video Pitch Deutsch Challenge. Speichern wir. Klicken hier auf Exportieren. Video Pitch Deutsch Challenge. Ja, und so erstellt man dann ein Video. Ja, das Ganze könnten wir jetzt auch noch mit der englischen Version machen. Dann will ich mal gleich nachhören, ob sich meine Stimme nicht wesentlich besser anhört bei dem anderen, was wir gemacht haben. Also ich werde sicherlich dieses Video veröffentlichen als Video Pitch Deutsch Challenge, warum auch nicht. Ja. Ich spiele mit dem Gedanken, ob wir es nicht trotzdem einfach mit der englischen Version machen, dass wir quasi sagen, okay, wir haben Deutsch Challenge und Englisch Challenge, einfach ein Video, einfach. Ah, wisst ihr, wenn man der Meinung ist, dass man sowieso nichts braucht oder schon längst genug hat und dann das Leben irgendwann langweilig wird, dann überlegt man sich, was man für eine Challenge sich selbst stellen kann, welche Herausforderungen. Und so nach diesem Motto, oder sagen wir mal, es wäre vielleicht eine Wette gewesen, die jemand mit mir abgeschlossen hat, so nach dem Motto, naja, was wäre denn, würdest du dich trauen oder könntest du das schaffen? Und das dann auch noch live zu machen, ja, und sagen wir mal, hätte eine Wette gegeben, dann würde man ja auch sagen, ja, dann mach's doch auf Deutsch und auf Englisch. So, jetzt könnten wir das mal abspielen.
Heute stelle ich euch meine Firma Emotäusch vor und zeige euch das neue Pitch Deck. In Deutschland haben wir zwei große Probleme in der Immobilien- und Finanzbranche. Jeder hier weiß, dass wir einen enormen Nachfrageüberhang bei Wohnimmobilien haben. Der Andrang ist zwar abgeflacht, aber nur, weil die meisten Menschen sich die aufgerufenen Preise gar nicht leisten können. Gründe dafür sind hohe Erwerbsnebenkosten und die anhaltende Stagflation. Die Zinsen sind gestiegen, trotzdem beharren die Verkäufer auf den hohen Preisen, weil vieles andere teurer wird. Aber das Einkommen der Menschen steigt kaum, die Reallöhne sinken. Menschen, die nur von einer Immobilie zur nächsten wechseln wollen, stecken in einem Dilemma. Sie können weder zu einem niedrigen Preis verkaufen, noch zu einem hohen Preis kaufen. Diese Hürden sind verantwortlich dafür, dass Millionen von Menschen unerfüllte Immobilienträume haben oder in Kompromissen gefangen sind. Um diese Probleme für mehrere Millionen Menschen in Deutschland zu lösen, haben wir einen Ringtausch-Algorithmus entwickelt. Wir fragen, was suchst du und was gibst du dafür her? Der Algorithmus offenbart den richtigen Interessenten, um im Ringtausch die Wunschimmobilie zu bekommen. Wenn der Algorithmus von Immobilienmaklern verwendet wird, visualisiert er, A muss an B verkaufen, um die Immobilie von C zu erhalten. Auf diese Weise schaffen wir einen größeren Angebotsmarkt. Menschen können so Zeit und Geld sparen und was am wichtigsten ist, die Menschen können die gewünschte Immobilie finden und erhalten. Darüber hinaus ist der Ringtausch-Algorithmus nicht nur auf Immobilien beschränkt, er kann für alle Branchen verwendet werden. Zusätzlich führen wir übertragbares Immobilienguthaben ein. Stellt euch vor, anstatt immer wieder die aktuelle Immobilie zu verkaufen, um die nächste Immobilie kaufen zu können, können unsere Mitglieder ihr Immobilienguthaben von einer Immobilie zur nächsten mitnehmen. Auf diese Weise kombinieren wir den Ringtausch-Algorithmus mit zeitgemäßen Anspar-, Finanzierungs- und Vorsorgeprodukten, sichern über unser Kollektiv den Wohnbedarf für alle Altersgruppen und minimieren die Transaktionskosten. Wer dieses Modell von Beginn an nutzt, spart in seinem Leben über 150.000 Euro. Um diese duale Idee abzurunden, schaffen wir ein Immobilienfinanzsystem, das auf vier Säulen steht. Unsere Okay, ich muss mal kurz ehrlich zu euch sein. Okay. Ich sehe gerade, wir hatten die ganze Zeit das Auto da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hatte die ganze Zeit das Auto angeschaltet. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, ihr konntet mir die ganze Zeit nicht zugucken. Das ist natürlich total heftig. Ich hatte die ganze Zeit das Auto vorne und... Ja, das heißt, wir müssen jetzt einfach, oh mein Gott, das heißt, wir machen das Englische jetzt auch nochmal. Also wir schauen uns jetzt mal das fertige Video an, das Ergebnis, oh my gosh, ganz ehrlich, Mann, oh Mann, oh Mann, das ist von diesem, wir gucken es uns jetzt mal an und dann machen wir das Englische nochmal zusammen. Nein. Naja, die Challenge war das zu machen und nicht das Ganze dazu, oh Mann, oh Mann. Schauen wir es uns an. Heute stelle ich euch meine Firma Emotäusch vor und zeige euch das neue Pitch Deck. In Deutschland haben wir zwei große Probleme in der Immobilien- und Finanzbranche. Jeder hier weiß, dass wir einen enormen Nachfrageüberhang bei Wohnimmobilien haben. Der Andrang ist zwar abgeflacht, aber nur, weil die meisten Menschen sich die aufgerufenen Preise gar nicht leisten können. Gründe dafür sind hohe Erwerbsnebenkosten und die anhaltende Stagflation. Die Zinsen sind gestiegen, trotzdem beharren die Verkäufer auf den hohen Preisen, weil vieles andere teurer wird. Aber das Einkommen der Menschen steigt kaum, die Reallöhne sinken. Menschen, die nur von einer Immobilie zur nächsten wechseln wollen, stecken in einem Dilemma. Sie können weder zu einem niedrigen Preis verkaufen, noch zu einem hohen Preis kaufen. Diese Hürden sind verantwortlich dafür, dass Millionen von Menschen unerfüllte Immobilienträume haben oder in Kompromissen gefangen sind. Um diese Probleme für mehrere Millionen Menschen in Deutschland zu lösen, haben wir einen Ringtausch-Algorithmus entwickelt. Wir fragen, was suchst du und was gibst du dafür her? Der Algorithmus offenbart den richtigen Interessenten, um im Ringtausch die Wunschimmobilie zu bekommen. Wenn der Algorithmus von Immobilienmaklern verwendet wird, visualisiert er, A muss an B verkaufen, um die Immobilie von C zu erhalten. Auf diese Weise schaffen wir einen größeren Angebotsmarkt.
Menschen können so Zeit und Geld sparen und was am wichtigsten ist, die Menschen können die gewünschte Immobilie finden und erhalten. Darüber hinaus ist der Ringtausch-Algorithmus nicht nur auf Immobilien beschränkt, er kann für alle Branchen verwendet werden. Zusätzlich führen wir übertragbares Immobilienguthaben ein. Stellt euch vor, anstatt immer wieder die aktuelle Immobilie zu verkaufen, um die nächste Immobilie kaufen zu können, können unsere Mitglieder ihr Immobilienguthaben von einer Immobilie zur nächsten mitnehmen. Auf diese Weise kombinieren wir den Ringtausch-Algorithmus mit zeitgemäßen Anspar-, Finanzierungs- und Vorsorgeprodukten, sichern über unser Kollektiv den Wohnbedarf für alle Altersgruppen und minimieren die Transaktionskosten. Wer dieses Modell von Beginn an nutzt, spart in seinem Leben über 150.000 Euro. Um diese duale Idee abzurunden, schaffen wir ein Immobilienfinanzsystem, das auf vier Säulen steht. Unsere Alleinstellungsmerkmale liegen in der Digitalisierung. Unsere Erfahrungen und Dienstleistungen liegen im Immobilien- und Finanzbereich. Doch wir helfen Menschen nicht nur als Dienstleister, wir verbinden PropTech, FinTech und InsurTech. Unsere Immobilienfinanzprodukte begleiten Menschen vom Immobiliensparen in jungen Jahren über den Immobilientausch als Immobilienbesitzer bis hin zum Immobilienverzehr im Alter. Als Software-as-a-Service-Provider stellt Immotausch das übergeordnete Netzwerkportal dar. Die Benutzerlevel integrieren ein Kundenportal für jeden Lizenznehmer. Deren Endkunden können ihre Tauschanliegen selbst hinterlegen und verwalten. Stellt euch vor, Paul hat ein Haus mit einem kleinen Garten in Hamburg. Er ist Kunde eines Immobilienmaklers und sucht ein Haus mit großem Garten in München. Sven und Anna geben das passende Haus her, sobald sie eine Wohnung mit Aufzug bekommen. Aber sie sind Kunde eines anderen Unternehmens. Ralf ist Kunde einer Institution wie einer Bank, Sparkasse oder Bausparkasse. Er passt perfekt in die Mitte der anderen Tauschprofile. Unsere Softwarearchitektur ermöglicht es anderen Immobiliendienstleistern, ihren eigenen Endkunden den Ringtausch auch unternehmensübergreifend anzubieten. Das dachweite Umsatzpotenzial für das Ringtauschportal liegt bei 400 Millionen Euro pro Jahr. Die Vermietung wird kostenlos angeboten. Hier erzielen wir Gewinne durch Cross-, Up- und Downselling. Mit Abonnements für private Inserate im Verkaufsbereich und durch Provisionen als Immobilienmakler generieren wir weitere 90 Millionen Euro pro Jahr. Als Software-as-a-Service-Provider generieren wir mit Lizenzgebühren von Maklern und Institutionen rund 200 Millionen Euro pro Jahr. Als Finanzintermediär nehmen wir Geld von Darlehensgebern und Investoren entgegen und geben es an Darlehensnehmer und Verkäufer weiter. So können Darlehensgeber ihr Geld in unbesicherte Darlehen oder in Darlehen investieren, die durch Immobilien im ersten oder zweiten Rang in der Abteilung 3 des Grundbuchs gesichert sind. Sie können auch Bruchteilseigentum mit einer Stückelung von 125 Euro pro Anteil kaufen. Diese Immobilienanteile können für 25 Euro mit einer Option aufgewertet werden. Allgemein bieten wir Anlageprodukte in allen Größen und Risikoklassen an. Die meisten von ihnen können auch als übertragbares Immobilienguthaben genutzt werden. Unser Tanz-Sam-Som-Modell veranschaulicht das mögliche Transaktionsvolumen sowie den Umsatz für unser Netzwerk und unser Unternehmen. Auf der rechten Seite bekommst du eine Vorstellung davon, wie Immotausch die Verkaufsinserate mit Digital Lending, Immobilien-Tokenisierung und Immobilien-Crowdfunding kombiniert. Immobilien sind mit 250 Billionen Euro die größte Assetklasse der Welt. Marktprognosen gehen davon aus, dass der Markt für Tokenisierung und Immobilien-Crowdfunding bis zum Jahr 2030 jeweils 1 Billion Euro pro Jahr erreichen wird. Ich gehe davon aus, dass Immotausch in diesem Markt einen Umsatzanteil von 100 bis 300 Milliarden Euro erreichen wird. Die Roadmap veranschaulicht die Entwicklungsschritte seit dem Jahr 2017. In dieser Zeit haben wir den Prototyp entwickelt und die Beta-Version zusammen mit dem Gesamtkonzept veröffentlicht. Ende 2022 haben wir einen kompletten Relaunch hinsichtlich der Produktwelt und des Designs durchgeführt. Lasst uns die Teilnehmer innerhalb dieses Marktes vergleichen. In Deutschland bieten die führenden Immobilienplattformen keine Tauschprofile an. In Deutschland, aber auch in anderen Ländern gibt es bereits eine Reihe von Immobilientauschportalen. Das eine oder andere sieht vielleicht sogar besser aus als die aktuelle Immotausch-Version. Es gibt bereits viele Immobilienmakler, die den Immobilientausch anbieten. Der bzw. die eine oder andere hat sich sogar darauf spezialisiert. Allerdings, im Gegensatz zu Immotausch, bieten keine der anderen Plattformen oder Makler den Ringtausch-Algorithmus an. Neben diesem Alleinstellungsmerkmal
Diesmal sind wir die Einzigen, die ein Gesamtkonzept anbieten, das das Portal mit übertragbaren Immobilienguthaben innerhalb eines Kollektivs verbindet. Auch wenn wir uns die Wettbewerber weltweit anschauen, werden wir kein anderes Unternehmen finden, das einen Ringtauschalgorithmus oder übertragbares Immobilienguthaben anbietet, erst recht nicht innerhalb eines solchen Gesamtkonzeptes. Für den Markteintritt ins Endkundengeschäft ist eine breit angelegte Strategie vorgesehen, welche die Zielgruppen in die Pilotphase integriert. Teilnehmer und Multiplikatoren werden belohnt. Die Kombination von einem Gratisjahr und Marketingpaket steigert das Interesse der Immobilienmakler. Die Versorgung mit Terminen zur Aufnahme von Tauschangeboten sichert und erweitert die eigene Objektpipeline. Aus aktuellen Gesprächen über die Zusammenarbeit mit Unternehmen der Volksbankengruppe wurde bereits der erste Vertrag gegengezeichnet. Mein Name ist Patrick Riehl. Als ausgebildeter Immobilienkaufmann, Sachverständiger, Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann bringe ich die richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen für die Geschäftsführung von Immocoach mit. Mit meinem Team habe ich den Ringtausch-Algorithmus und das Ringtausch-Portal entwickelt. Im Jahr 2022 habe ich das Patent für den Ringtausch-Algorithmus und die Softwarearchitektur angemeldet. Meine Mission als Gründer und Geschäftsführer: Ich helfe Menschen, einfacher, besser und schneller Vermögen aufzubauen und Wunschimmobilien zu finden und zu erhalten. Für Investoren bieten wir eine Vielzahl verschiedener Anlagemöglichkeiten an. Die typische Beteiligung und die Genussrechte kombinieren Gewinnanteile mit einer festen Verzinsung. Es gibt viele verschiedene Arten von Wandelanleihen, aus denen ihr wählen könnt. Sie ermöglichen die Wahl zwischen Auszahlung des verzinsten Darlehens und der Umwandlung in Genussrechte oder Aktien mit besonderen Bezugsrechten. Wenn ihr bereits daran interessiert seid, Gesellschafter und Partner des Unternehmens zu werden, bieten wir euch junge Unternehmensanteile mit besonderen Bezugsrechten an. Für Privatpersonen und Unternehmen mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, die sich rechtzeitig beim BaFa registriert haben, gibt es dabei einen staatlichen Zuschuss von 25%. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto schneller und effektiver können wir den Menschen in Deutschland und in Europa helfen. Wir werden eine angemessene Konzernstruktur als doppelte Holding mit Zweckgesellschaften errichten. Zum einen müssen wir unsere eigene Infrastruktur, Programmierung, Marketing und Kommunikation, Erweiterung und Expansion sowie viele andere Dinge investieren. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto schneller... Ich glaube, das war jetzt gerade doppelt. Das war ja jetzt hier doppelt. So, und genau deswegen gucke ich mir das an. So, jetzt nehme ich euch mal wieder mit auf die Kamera. Also, genau deswegen wird hier nicht einfach ein Video exportiert und dann veröffentlicht, sondern erst nochmal angesehen. Den Tausch anbieten. Die Zielgruppe, Sachverständiger, Versichtsführer, ich. So, habt ihr jetzt auch mal einen Einblick quasi, wie das hier in dem Programm aussieht. Tut mir sehr leid, dass ihr das vorher irgendwie gar nicht mitverfolgen konntet. Ja, das sind so. Deswegen werden wir aber gleich das Englische einfach trotzdem auch noch hinterher machen. Dann könnt ihr mir doch mal von vorne bis hinten zugucken, wie ich es mache. Den Ringtausch-Algorithmus und das Helfement. So, jetzt haben wir nämlich das... Hier haben wir was doppelt gehabt. Für Investoren bieten wir eine Vielzahl verschiedener Anlagemöglichkeiten an. Die typische Beteiligung und die Genussrechte kombinieren Gewinnanteile mit einer festen Verzinsung. Ah, ne, das war hier. Bei der Mittelverwendung. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto schneller und effektiver können wir den Menschen in Deutschland und in Europa helfen. Wir werden eine angemessene Konzernstruktur als doppelte Holding mit Zweckgesellschaften errichten. Zum einen müssen wir unsere eigene... Auf der Seite zur Mittelverwendung... könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr investiert, desto schneller und effektiver können wir den Menschen in Deutschland und in Europa helfen. Wir werden eine angemessene Konzernstruktur als doppelte Holding mit Zweckgesellschaften errichten. Zum einen müssen wir in unsere eigene Infrastruktur, Programmierung, Marketing und Kommunikation, Erweiterung und Expansion sowie viele andere Dinge investieren. Darüber hinaus. Okay. Das heißt, das hier bis das hier kommt raus. Ich habe mich schon gewundert, warum das so lang war.
Zack. Boah, da sind wir bei unter 9,5 Minuten. Gebe ich mir noch dreimal atmen, also pro 10 Sekunden gebe ich mir jetzt noch einen Bonus. Also falls ich dann 24 Mal insgesamt vorhin hatte, dann sind wir jetzt trotzdem gut drin. Weil wir, ja, das sind ja die wirtschaftlichen Ziele und die persönlichen Ziele. Und was waren nochmal die dritten Ziele? Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall, hier wird man ja auch sagen, Ziel 1 war das Ganze irgendwie einmal pro Folie im Schnitt, also nur 20 Mal atmen. Ziel 2 war, das Ganze in 10 Minuten zu schaffen. Jetzt haben wir vorne noch das Intro. Wenn man das alles berücksichtigt, dann sind wir fast nur bei 9 Minuten und dann sagen wir, dann schreibe ich mir jetzt ein paar gut einfach. Das heißt, im Prinzip haben wir tatsächlich dann die Ziele erfüllt. Auf der Seite zur Mittelverwendung könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie wir eure Investitionen verwenden werden. Generell gilt, je mehr ihr in Erweiterung und Expansion sowie viele andere Dinge investieren. Darüber hinaus müssen wir ein Immobilienportfolio aufbauen, welches wir den Menschen als Immobilienkollektiv zur Verfügung stellen können. Außerdem sollen die aktuellen Anlageprodukte auch über alle Schichten der Altersvorsorge einschließlich der Europarente erreichbar werden. Und dann geht es auch noch weiter. Wenn ihr die Immobilienwelt verändert. Achso, ja. Okay, erreichbar werden. Und dann, ja, machen wir es kurz, bevor der nächste Satz anfängt. Das hat nicht funktioniert. So. So, und dann ist halt die Frage. In der Altersvorsorge einschließlich der Europarente erreichbar werden. Wenn ihr die Immobilienwelt verändern möchtet, meldet euch bei uns. Gemeinsam können wir dann die nächsten Schritte für euer Investment definieren. So, was machen wir jetzt mit dieser vielen, vielen übrigen Zeit? Das, unten läuft ja das Lied. So, und wenn ich mir Punkte gut, wenn ich mir quasi Atmen gut schreiben möchte oder gut geschrieben habe ich schon, da können wir aber trotzdem, ja, können wir das hier noch lange weiterlaufen lassen. Aber das hier sind ja, was sind das? Das ist fast 30 Sekunden, das wäre schon ganz schön lange. Aber wir wollen ja am Ende auch, dass die Menschen sich das anschauen und dann auch sich melden und auch investieren. Und dann könnte man die Folie ja doch schon eine ganze Weile einblenden und dann können wir natürlich auf YouTube und sowas dann auch entsprechend dann auch erst zeigen, okay, jetzt noch das und das, das diese Playlist, diese, wie, die, den Kanal abonnieren, den Kanal von Patrick auch noch ansehen, den privaten oder hier das nächste Video anschauen. Investment definieren. So, das hieße im Prinzip, wir haben dann quasi, wenn man das mal so rechnet, dann sind wir jetzt hier bei, was sind wir hier? 9, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, oder ich gucke einfach hier, 9,26. Dann hat man normalerweise noch ein Outro von 8 Sekunden. Dann wären wir bei 34. Hier, 34. Und dann haben wir nochmal 25 Sekunden. So, und das ist dann quasi, ja, das ist ja eine Spanne, da kann man auf YouTube da die ganze Zeit noch zeigen, okay, den Kanal abonnieren und so weiter und so fort. Also dafür macht es auf jeden Fall Sinn, dann lassen wir das so. Und dann gehen wir jetzt nochmal auf Exportieren, weil eben, das war ja nichts, ja, da Challenge. Video Pitch Deutsch Challenge gab es schon? Achso, ja, gibt's schon, ja, genau. So, und das können wir aber auch überschreiben, finde ich. Wo sind wir denn? Ach, wir wollen eh hier in diesen. Nee, ich will in den Ordner Videos. C, Videos, 2023. Pitch Deutsch. So, Video Pitch Deutsch Challenge. Und ja, eine TikTok-Version kann man irgendwie nicht so gut erstellen. Das Pitch Deck ist ja in 16 zu 9. Da müsste man, boah, dann, ja, oder wir können. Das ist ja eigentlich schon die Pitch TikTok-Version. Also, ich habe TikTok, gucke ich mir auch manchmal auf dem Laptop an. Und das wäre dann einfach für den Laptop, würde ich sagen, ja. Jetzt müsste man noch sagen, naja, gut, morgen ist ja Karfreitag, ja, da hören wir, da gibt es ja Musik- und Tanzverbot. Ich weiß ja gar nicht, wie TikTok, wie die Leute da damit umgehen. Jetzt haben wir hier Musik im Hintergrund. Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht lade ich das erst am Samstag hoch auf TikTok.
Aber heute, noch vor Karfreitag, auf Facebook und YouTube. Und dann laden wir morgen an Karfreitag einfach nochmal eine von den 2048 Videos hoch, wo wir dann auf 98 Millionen kommen oder was. So, jetzt spiele ich das aber jetzt nicht nochmal neu ab. Das haben wir jetzt ja. Weil ich will euch nicht langweilen. Wir machen nämlich jetzt das. Ihr durftet ja vorhin, habt ihr nicht zuschauen können. Und jetzt haben wir mich hier und den Bildschirm. Das könnten wir jetzt mich auch noch mal ein bisschen schöner quasi an den Rand oben schieben. Ja, also schön mit Rahmen. Alles hier in Eigenkreation. Das ist ja das witzige Spiel gerade. Das Ganze mal Low-Budget- oder No-Budget-Version zu machen. Egal, was wir alles schon machen könnten. Wir machen jetzt hier das Finish the game as low budget or no budget version. Okay, so das hier speichern wir und jetzt gehen wir mal hin und machen das Ganze mal zum Zugucken, aber auf Englisch. Und jetzt ist im Prinzip nur die Frage, ob wir das noch mal neu machen. Ah, wir machen es in einem durch, komm, sonst hat man dann da mehrere Live-Dinger und so weiter und so fort. Ich schreibe dann einfach einen Kommentar dazu rein. So, holen uns jetzt nochmal den Video-Editor. Und machen dann, holen wir uns mal das englische Projekt einfach. Video-Pitch. So, das hatte ich am 4.4. kurz vor 12 war ich ja fertig geworden. Hab das dann da gespeichert. 10 Minuten mit Musik im Intro. So, da haben wir natürlich dann die anderen Audio-Files, die wir dann hier einfach rauslöschen. So, dann machen wir das hier ähnlich. Dann sagen wir hier, das hier. Oder wir machen erstmal, haha, bevor wir das da überspeichern. Video Pitch English Challenge nennen wir das Ganze. Mann, oh Mann, ich hätte einen Ordner für. Kann ich ja immer noch machen. Projekt. Ja, so sieht das dann aus, ja, wenn man also sowas macht und dann hast du auf einmal dann 20 Projektdateien, Video Pitch Englisch Challenge, ja, und da macht man nochmal so was Verrücktes, dass man das Ganze nochmal als Challenge macht und die Leute dann auch nochmal dabei zusehen dürfen. Ja, und dann kann man sich eine Weile damit beschäftigen, ja. Okay, also jetzt schmeißen wir mal hier alles raus, außer die zwei Songs und holen uns jetzt die Audiodatei, die wir heute erstellt haben. Oh, I'm sorry, so, this will be the English part again. So I will show you how I create the video. So where am I? Oh, pitch. Where am I? Hä? Oh, in videos. No, I put it in. This is videos. Did I put it to 2023 and pitch deck and audio English the sixth? And so we have two audio files, number one and two, and we will put them at the back here first, number one and two, and now we have to cut them. So we have the 10 minutes, but if I put the audio file here, it's more complicated to work on the file. So I will just work behind
the pictures. One, two, three, we start. Okay, because we got that, today it's about that funny challenge version, okay? Breathe once per page in average. Now we start. Okay, but the schlucken, I don't know. The swallowing, I don't want to hear. Now we start. But to show that it's the funny challenge thing, we want to hear the breathing at the beginning. Maybe we leave it like this at the just see what happens. Today I introduce to you my company Emotaut. And you can see me and the screen. Okay, this is what I want. Emotaut showing the pitch deck. We developed a ring exchange algorithm, the prototype moreover. The beta version is online and the patent rhythm, the prototype moreover, showing the pitch deck. Okay, and we leave this out and currently under review. Now I'm thinking about, I left it out in the German version and the first time I created the video in English, because actually you can see on that first page that the patent is under review and so on. Here, prototype and patent is under review. Actually, I don't need to tell this, and I want a short introduction. So this why I could leave this part out and add another breath for myself, because not because we have more pages, but for this 20 seconds extra, I needed to breathe once more. So I just give me one more. Or subtract one of these of them, one of the ones that we already have. Showing the pitch deck. In Germany, we have. So this would. This means, I cut that red out. No, I leave it, but we add one in. Remember, we have one more. In Germany, we have two big problems in the real estate and finance industry. Everybody, so that every stubble, I just proceeded, but we cut that out. Industry. Everybody here knows we have a demand surplus. Currently, it seems like it were less, but only because people can't afford it. The reason is there are high acquisition costs within a stagflation. Interest rates rose. But sellers insist on high prices because everything gets more expensive. But people hardly get more income. Maybe we leave the breathing. But I don't want to hear that noise here. So we go back to 0.2. And here. But people. Okay, we can shorten this later. But people hardly get more income. People who just want to move. From one property to the next are in a dilemma. They neither can sell for a low price nor can they buy for a high price. These hurdles are to blame for the fact that millions of people are trapped in unfulfilled real estate dreams. To solve these problems for several million people in Germany, we developed a ring exchange algorithm. We ask, what are you searching for and what will you vacate for it? The algorithm reveals who you need to sell your current property to in order to get the desired property. If used by real estate brokers, the algorithm will see. If used by real estate brokers, the algorithm... Al-
All right. The other The algorithm will stay robust. The algorithm will visualize A must sell to B in order to get the property from C. This way we create a larger upper market. People can save time. This way we create a larger upper market. Larger. Ja, And this is why, this is the idea of breathing once, you know, not to have this. See, this way we create a larger upper market. People can save time and money, and the main reason why we need to, why we need this algorithm, people can find and get the desired property. Hopefully I did it again. Moreover, the ring exchange. No. But if you start real estate. So this is if you play games or challenges like this and you concentrate on this kind of challenge, then you have some stupid result. So I will finish this. Just one moment. So I need to tell somebody that we better write later because you can see the messages, and I really tried that people cannot see it anymore, or maybe I need to delete WhatsApp from my laptop. I don't know. I closed it. The algorithm will visualize A must sell to B in order to get the property from C. This way we create a larger upper market. So maybe we do it like now we larger upper market pop larger upper market pop people can save larger upper market pop people can save time and money larger upper market pop people can save time larger upper market, people can save time and money, and the main reason why we need to, why we need this money, and the main reason why we need to, why we need to, reason why we need this algorithm, people can find and get the desired property. Moreover, the ring exchange algorithm is not only about real estate, it can be used for all industries. In addition, we are establishing transferable real estate credits. Imagine, instead of selling the current property to be able to buy the next one, our members can take their real estate credits from one property to the next. This way, we combine the ring exchange algorithm with contemporary savings, financing and pension products, secure housing needs for all ages through our collective and minimized transaction costs. That saves around 150,000 to 200,000 euros per year.
To round up this dual idea, we create a real estate finance system that stands on four pillars, our unix. To round up this dual idea, winning points are in digit. Our unique selling points are our real estate finance product. To round up this dual idea, we create a real estate finance system that stands on four pillars, I should have started again at this point. Pillars. Our unique selling points are in digitization, our experience and services are in real estate and finance. We help people as service provider and combine PropTech, FinTech and InsurTech. Our real estate finance products accompany people from property savings in young age via real estate exchange as property owner to the real estate consumption in old age. As software as a service provider, Immotausch represents the super ordinated network portal. This software architecture enables other real estate services to provide ring exchange to their own end customers, even across companies. Imagine Paul is a customer of a real estate broker who has a house with a small garden in Hamburg. He would like to expand to a house with a big garden in Munich. Sven and Anna will vacate such a house as soon as they get an apartment with an elevator. But they are customers of another company. Ralph is a customer of an institution like a bank, savings bank or building and loan society. He is the perfect match in the middle of the other exchange profiles. He will give his penthouse apartment to Sven and Anna if he gets Paul's house. The sales potential for the exchange portal is about 400 million euros per year. Letting is offered for free, but we can create a profit. But we can create profit from cross per year. Letting is offered. Got you. Letting is offered for free, but we can create a profit. But we can create profit from cross up and down selling. No, that was wrong. The sales put 100 million euros per year. Letting is offered for free, but we can create the profit. But we can free, but we here. But we can create the profit. Free, but we can. But for free, but we can create profit from cross up and down selling with private advertisements and sale. And commission fees as a real estate broker, we earn another 90 million per year. I didn't have oxygen left then. As software as a service provider, we serve brokers and institutions to get around 200 million euros per year in addition. Okay, that was with the last 10%. Okay, the swallowing we cut out. Per year in addition. As financial intermediary, we receive. All right, sounds better. We receive from lenders. Okay. As financial intermediary, we receive money from lenders and investors and give it to borrowers and sellers. This way, lenders can put money in unsecured loans or loans secured by real estate in the first or second tier of Section 3 Land Register. They can also buy property shares with a denomination of 125. Land Register, they can also buy property shares with a denomination of 125.
125 euro per share. So, einblenden. Don't know what that means in English. I got the TH here. Oops. Here, that's the TH that's important. This share can be upgraded with an option for 25 euro. Very, very short. And here also. However, we provide investment products of all sizes and risk classes, which can be used as transferable real estate credits also. Our Tamsamson model. Probably I will start it. Our Tamsamson model illustrates the possible transaction volume and revenue for our network and our company. On the right side, you see an idea of how Immotausch combines the advertisements with digital lending, tokenization, and real estate crowdfunding. With 250 trillion euros, real estate is the largest asset group in the world. Market forecasts indicate the market of tokenization and real estate crowdfunding, each of them to a trillion euro per year. I expect Immotausch to be able to reach a revenue share of 100 to 300 billion euros within this market. All right. Okay, the swallowing we cut out. The breathing we can let in. Having a look at the roadmap, you can see that we already spent more than 5 years to create the beta version and the overall concept. End of 2022, we did a full relaunch regarding the product, universe, and the design. Let's compare other participants in this market. In German, the leading real estate platforms don't offer exchange profiles in Germany as well as in other markets.
In Germany as well as in other countries also, there are a few real estate exchange platforms. Some of them might even look better than the current Immoposch version. There are also some real estate brokers who offer or even specialize in the real estate exchange already. But none of the platforms or brokers are offering a ring exchange platform. In addition to this unique selling point, we are the only ones who offer an all-over concept that combines the platform with transferable real estate credits within a collective. Within such an overall concept. For the market and. Okay. That was unnecessary. I'll add another breath. For the market entry into business to customer business, a broad strategy is planned that integrates the target groups into the pilot phase. Participants and multipliers are rewarded. The combination of a free year and marketing package increases the interest of real estate agents. The supply of appointments to receive exchange offers secures and expands their own property pipeline from current discussions about corporation with companies of the Volksbank Group. The first contract has already been countersigned. My name is Patrick Riehl. As educated real estate agent, valuation expert, insurance expert, and financial investment specialist, I have the right skills and experiences to be the managing director of Immoposch.
With my team, I developed the ring exchange algorithm and the platform. In 2022, I applied for patent regarding the ring exchange algorithm and the software architecture. My mission as founder and managing director, I help people build wealth easier, better, and faster, and find and maintain dream properties. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation and the profit and the profit participation rights combine profit shares with a fixed interest rate. There are many different types of convertibles you can choose. They allow to choose between the interest. If you like to be part of this, there are many different. My name is Patrick. With my team, I. The typical silent participation and the and maintain dream properties. If you like to be. So I think I take the next version. They allow to choose between the interesting theory. They allow to choose between. If you like to be part. Probably we can delete that. Properties. And maintain dream properties. If you. You like to be part of dream properties. Okay, we need to go this way. Give it maybe a little more properties. If you like to be. Again. Properties. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation and the properties. If you like to be part of. Properties. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation. The typical silent participation to you. The typical silent participation. The typical silent participation and the profit participation rights combine profit shares with a fixed interest rate. There are many different types of convertibles you can choose. They allow to offer. They allow to choose between the. I think I restarted again here. If you like to be. If you like to be again. The typical silent participation and the. Okay, there was something I remember. So I leave the. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation. The typical. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The dream properties. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation and offering to you. The typical silent participation and the profit participation rights combine profit shares with a fixed interest rate. There are many different types of convertibles you can choose. They allow to choose between the interest-bearing loan and the conversion to profit participation rights or shares with special subscription rights. If you are already interested to be a shareholder and partner of the company, we offer new shares and special subscription rights. For people and companies located in the European Economic Area, there is a government located in the European Economic. For people and
Special Subscription Rights. New shares and special subscription rights. For people and companies located in the European Economic Area, there is a governmental subsidy of 25% for all who registered early enough. The use of funds page shows you an idea of how you want to spend your investments. In general, the more you invest, the faster and more effectively we can help people in Germany and in Europe. I will start to create an adequate group structure. Now it sounded like Russian. structure. And more effectively, we can help people in Germany and in Europe. I will start to create an adequate group structure in Germany and in Europe. Structure. Okay, so kick that out. And in Europe. In Germany and in Europe. I will start to create an adequate group structure as dual holding company with SPVs. On the one hand, we need to invest in our own infrastructure, programming, marketing and communication, extension and expansion, as well as many others. On the other hand, we want to create a real estate portfolio which we can provide the people as a real estate collective. Also, the current investment products are also planned to be used within all layers of retirement, right? The people, all layers. People as a real estate collective. Also, the current investment products are also planned to be used within all layers. That's funny. I could leave it like that. Within all layers of retirement provision, including the Euro pension. 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 Okay, the first one is very strong. The Euro pension. Pension. That's too much. Too much. Including the Euro pension. That's better. So if you want to change the real estate world, contact us and we will define the next steps together. Together. Say it nicely. Alright, okay, so this will be 10 minutes only. Make it easier. Here, just close the gap. Close the gap. So, it will be less than 10 minutes, even having all the breathing. It's just a game today, huh? Today I introduce to you my company Immotausch, showing the pitch deck. In Germany, we have two big problems in the real estate and finance industry. Everybody here knows we have a demand surplus. Currently, it seems like it were less, but only because people can't afford it. The reason is there are high acquisition costs within a stagflation. Interest rates rose. But sellers insist on high prices because everything gets more expensive. But people hardly get more income. People who just want to move from one property to the next are in a dilemma. They neither can sell for a low price nor can they buy for a high price. These hurdles are to blame for the fact that millions of people are trapped in unfulfilled real estate dreams. Or compromises. To solve these problems, for several million people in Germany, we developed a ring exchange algorithm. We ask, what are you searching for and what will you vacate for it? The algorithm reveals
who you need to sell your current property to in order to get the desired property. If used by real estate brokers, the algorithm will visualize A must sell to B in order to get the property from C. This way we create a larger offer market, people can save time and money, and the main reason why we need this algorithm, people can find and get the desired property. Five. Moreover, the ring exchange algorithm is not only about real estate, it can be used for all industries. In addition, we are establishing transferable real estate credits. Imagine, instead of selling the current property to be able to buy the next one, our members can take their real estate credits from one property to the next. This way, we combine the ring exchange algorithm with contemporary savings, financing and pension products, secure housing needs for all ages through our collective, and minimize transaction costs. That saves around 150,000 to 200,000 euros per year. Okay, hardly any oxygen left. Okay, so the problem slide and the solution slide, actually I need to breathe twice because we have two problems and two ideas. So actually, I would think it's fair to add another two. So let's and at the beginning. So at least we could have 23 breaths. So this is, there was five, yes? So yet now it will be six. Per year. Six. To round up this dual idea, we create a real estate finance system that stands on four pillars. Our unique selling points are in digitization, our experience and services are in real estate and finance. We help people as service provider and combine PropTech, FinTech and InsurTech. So that is breath number seven. And we put the switch of the slide into around the middle of it, no? Maybe exactly to that point here. Around, whatever, it's not that important, but no. So seven. Our real estate finance products accompany people from property savings in young age via real estate exchange as property owner to the real estate consumption in old age. As software as a service provider, Immotausch represents the superordinated network portal. Here we need to switch the slide, of course. Talking about the software architecture. As software as a service provider, Immotausch represents the superordinated network portal. This software architecture enables other real estate services to provide ring exchange to their own end customers, even across companies. Imagine Paul is a customer of a real estate broker who has a house with a small garden in Hamburg. He would like to expand to a... Actually, I should be able to add another breath because I tell the full story, Paul, Sven and Anna and so on. So even 24 would be okay. House with a big garden in Munich. Sven and Anna will vacate such a house as soon as they get an apartment with an elevator. But they are customers of another company. Ralph is a customer of an institution like a bank, savings bank or building and loan society. He is the perfect match in the middle of the other exchange profiles. He will give his penthouse apartment to Sven and Anna if he gets Paul's house. The sales potential for the exchange portal is about 400 million euros. Oh, so that's nine breaths. Potential for the exchange house. Actually, it's not that good that I in the middle of the story I needed to breathe again. He is the perfect. It's just because of the challenge. Perfect match in the middle of the other exchange profiles. He will give his penthouse apartment to Sven and Anna if he gets Paul's house. Okay, it's not that bad. The sales potential for the exchange portal is about 400 million euros per year. But here you see, it would be better to breathe here because then we would have around 2 seconds when switching from page to page. The other way you could say, on the other hand, you could say to complete the story, a breathing of 2 seconds,
could be nice that people can understand the full meaning of the story because they look at the page and they listen to me and so on. Even better would be to zoom in and so on, but I don't want to make it too complicated now. Pause. Got an appointment at 1 o'clock. The sales potential for the exchange portal is about 400 million euros per year. Letting is offered for free, but we can create profit from cross, up and downselling. With private advertisements in sale and commission fees as real estate broker, we earn another 90 million per year. As software as a service provider, we serve brokers and institutions to get around 200 million euros per year. As software as a service provider, we serve brokers and institutions to get around 200 million euros per year in addition. The right side, okay. Addition. So now 10. As financial intermediary, we receive money from lenders and investors and give it to borrowers and sellers. This way, lenders can put money in unsecured loans or loans secured by real estate. In the first or second tier of Section 3 land register, they can also buy property shares with a denomination of 125 euro per share. 11 or 12 now? This share can be upgraded with an option for 25 euro. However, we provide investment products of all sizes and risk classes, which can be used as transferable real estate credits also. 12 or 13. Our TumSumSum model illustrates the possible transaction volume and revenue for our network and our company. On the right side, you see an idea of how Immotausch combines the advertisements with digital lending, tokenization and real estate crowdfunding. With 250 trillion euros, real estate is the largest asset group in the world. 13 or 14. Market forecasts indicate the market of tokenization and real estate crowdfunding, each of them to a trillion euro per year. I expect Immotausch to be able to reach a revenue share of 100 to 300 billion euros within this market. Okay, let's just check whether I got the switch of the slide correct here. Our thumbs up. Yes, okay. This market. So that's what? 14 or 15? Having a look at the roadmap, you can see that we already spent more than 5 years to create the beta version and the overall concept. End of 2022, we did a full relaunch regarding the product, universe, and the design. Let's compare other participants in this market. In Germany, the leading real 16. Estate platforms don't offer exchange profiles. In Germany as well as in other countries also, there are a few real estate exchange platforms. Some of them might even look better than the current Immotausch version. There are also some real estate brokers who offer or even specialize in the real estate exchange already. 17. But maybe. None of the platforms or brokers are offering a ring exchange platform. In addition to this unique selling point, we are the only ones who offer an all-over concept that combines the platform with transferable real estate credits within a collective. Even if you take a look at the competitors worldwide, you won't find even if you take of course the even is the introduction to the next slide. Collective. Even if you take a look at the competitors worldwide, you won't find any other company with a ring exchange algorithm or transferable real estate credits within such an overall concept. So I think that's 18 now, maybe 17. That. A broad strategy is planned that integrates the target groups into the pilot phase. Participants and multipliers are rewarded. The combination of a free year and marketing package increases the interest of real estate agents. The supply of appointments to receive exchange offers secures and expands their own property pipeline. From current discussions about cooperation with companies of the Volksbank Group, the first contract has already been countersigned. My name
been countersigned. Already been countersigned. My name is Patrick Real. As educated real estate agent, valuation expert, insurance expert, and financial investment specialist, I have the right skills and experiences to be the managing director of Immotausch. With my team, I developed the ring exchange algorithm and the platform. In 2022, I applied for patent regarding the ring exchange algorithm and the software architecture. My mission as founder and managing director, I help people build wealth easier, better, and faster, and find and maintain dream properties. If you like to be part of this, properties. Okay, so now we are minimum at 20. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. Maybe 21. The typical silent participation and the profit participation rights combine profit shares with a fixed interest rate. There are many different types of convertibles you can choose. They allow to choose between the interest-bearing loan and the conversion to profit participation rights or shares with special subscription rights. If you are already interested to be a shareholder and partner of the company, we offer new shares, subscription, special subscription rights. So in here I do it the same way I did in German. If you are already in the German version, interested to be a shareholder and partner of the company, we offer new shares and special subscription rights. For people and companies located in the European Economic Area, there is a governmental subsidy of 25% for all who registered early enough. The use of funds page shows you an idea of how we want to spend your investments. In general, the more you invest, the faster and more effectively we can help people in Germany and in Europe. I will start to create an adequate group structure as dual holding company with SPVs. On the one hand, we need to invest in our own infrastructure, programming, marketing and communication, extension and expansion, as well as many others. On the other hand, we want to create a real estate portfolio which we can provide the people as a real estate collective. Also, the current investment products are also planned to be used within all layers of retirement provision, including the Euro pension. Within all layers of retirement provision, including the Euro pension. Haha, we had that da-da-da-da-da. When I say Euro pension, that's good. So if you want to change the real estate world, contact us and we will define the next steps together. Okay, so we did it in less than 10 minutes. So we created a video pitch with less than 10 minutes and much faster than it did a few days ago because the slides were finished already and so on. And the script was already done. Yes, I already got this. I wrote the script on Tuesday. So and we have more, we have almost 10 seconds left, and if I cut out all the breathing, probably we would like have 20 or 30 seconds left, so I could add another bonus breathing. I think so. It wasn't 20 breaths, right? But we got it within the 10 minutes. And I told the full story of the three people, the cross companies exchange. I have two problems on one slide, and I have two solutions on one slide. So I shortened
something from the first page actually should, then I could breathe one more time instead of I did, or I can count whatever, you know what I mean. So actually I have one more because of the first page, because I had 20 seconds more. I have two problems and two solutions, and we did it in around 9.5 minutes, because we have an introduction at the beginning of 14 seconds. So this is my bonus. So I would add like 4, and sometimes I just wanted to save time for you and me, and within the same breath I just repeated things instead of starting the page again. So I give me like 5 bonus breaths, and then yes, I won the challenge I took myself. This is just, maybe it's my easy calculation, and actually I want to have some funny time with you, showing you how I work. It's just a game, and even if you say okay, video pitch English challenge, videos Emotausch, no. Even if you say okay, somebody took a bet with me, or bet with me, then I would say okay, yes, I count 5 extra, maybe 6, because of all the reasons I told you, and I think I won the bet. Yeah, and we did it all on the same day, though, so the creating the challenge live in English and in German. Even before the appointment, not having breakfast yet. So I think it's good. I think I can be satisfied. It's okay for me. English. So that was the old version, video pitch English challenge. I will publish it because we did it together today. But we have to watch the English video pitch, because maybe there are some mistakes or something that is double, or where the slide didn't change fast enough. Okay, so that's it. I will have an appointment at 1 o'clock. Probably I'm gonna have breakfast. I will have some eggs and rolls, orange juice, tomatoes, paprika. Maybe tomorrow I don't eat meat because it's Karfreitag. I don't know the word in English. Car Friday. No, that would be like Auto Freitag. It's Easter weekend, you know, Friday of Easter weekend. And there, at that time, Christians don't eat meat on that Friday. Yes, and this is a game I can play also. So we got this one and we can play it. Okay, let's see. It's everything is 9:59, but we have a long end, you know, we have a long end for YouTube. So if you want to change the real estate world, contact us and we will define the next steps together. So 9 seconds left and we have all the breathing. We didn't cut it out. Okay, let's see what we did. That means simply living better, you know, einfach besser wohnen, but I only have the German version. Today I introduce to you my company Emotausch, showing the pitch deck. In Germany, we have two big problems in the real estate and finance industry. Everybody here knows we have... Oh, sorry.
You might want to see the full screen, so I put away my ugly face and show you the nice picture of the video pitch. Today I introduce to you my company Immotausch, showing the pitch deck. In Germany, we have two big problems in the real estate and finance industry. Everybody here knows we have a demand surplus. Currently, it seems like it were less, but only because people can't afford it. The reason is there are high acquisition costs within a stagflation. Interest rates rose, but sellers insist on high prices because everything gets more expensive. But people hardly get more income. People who just want to move from one property to the next are in a dilemma. They neither can sell for a low price nor can they buy for a high price. These hurdles are to blame for the fact that millions of people are trapped in unfulfilled real estate dreams. To solve these problems, for several million people in Germany, we developed a ring exchange algorithm. We ask, what are you searching for and what will you vacate for it? The algorithm reveals who you need to sell your current property to in order to get the desired property. If used by real estate brokers, the algorithm will visualize A must sell to B in order to get the property from C. This way we create a larger offer market, people can save time and money, and the main reason why we need this algorithm, people can find and get the desired property. Moreover, the ring exchange algorithm is not only about real estate, it can be used for all industries. In addition, we are establishing transferable real estate credits. Imagine, instead of selling the current property to be able to buy the next one, our members can take their real estate credits from one property to the next. This way, we combine the ring exchange algorithm with contemporary savings, financing and pension products, secure housing needs for all ages through our collective, and minimize transaction costs. That saves around 150,000 to 200,000 euros per year. To round up this dual idea, we create a real estate finance system that stands on four pillars. Our unique selling points are in digitization, our experience and services are in real estate and finance. We help people as service provider and combine PropTech, FinTech and InsurTech. Our real estate finance products accompany people from property savings in young age via real estate exchange as property owner to the real estate consumption in old age. As software as a service provider, Immotausch represents the superordinated network portal. This software architecture enables other real estate services to provide ring exchange to their own end customers, even across companies. Imagine Paul is a customer of a real estate broker who has a house with a small garden in Hamburg. He would like to expand to a house with a big garden in Munich. Sven and Anna will vacate such a house as soon as they get an apartment with an elevator. But they are customers of another company. Ralph is a customer of an institution like a bank, savings bank or building and loan society. He is the perfect match in the middle of the other exchange profiles. He will give his penthouse apartment to Sven and Anna if he gets Paul's house. The sales potential for the exchange portal is about 400 million euros per year. Letting is offered for free, but we can create profit from cross, up and downselling. With private advertisements in sale and commission fees as a real estate broker, we earn another 90 million per year. As software as a service provider, we serve brokers and institutions to get around 200 million euros per year. In addition, as financial intermediary, we receive money from lenders and investors and give it to borrowers and sellers. This way, lenders can put money in unsecured loans or loans secured by real estate. In the first or second tier of Section 3 land register, they can also buy property shares with a denomination of 125 euro per share.
This share can be upgraded with an option for 25 euro. However, we provide investment products of all sizes and risk classes, which can be used as transferable real estate credits also. Our TAMSAMSOM model illustrates the possible transaction volume and revenue for our network and our company. On the right side, you see an idea of how Immotausch combines the advertisements with digital lending, tokenization and real estate crowdfunding. With 250 trillion euros, real estate is the largest asset group in the world. Market forecasts indicate the market of tokenization and real estate crowdfunding, each of them, to a trillion euro per year. I expect Immotausch to be able to reach a largest asset group in the world. Market forecasts indicate the market of tokenization and real estate crowdfunding, each of them, to a trillion euro per year. I expect Immotausch to be able to reach a revenue share of 100 to 300 billion euros within this market. Having a look at the roadmap, you can see that we already spent more than 5 years to create the beta version and the overall concept. End of 2022, we did a full relaunch regarding the product, universe and the design. Let's compare other participants in this class. I was a little bit distracted. The market of tokenization and real estate crowdfunding, each of them, to a trillion euro, largest as of how it was of all sizes and risk classes, which can be used as transferable real estate credits also. Our TAMSAMSOM model illustrates the possible transaction volume and revenue for our network and our company. On the right side, you see an idea of how Immotausch combines the advertisements with digital lending, tokenization and real estate crowdfunding. With 250 trillion euros, real estate is the largest asset group in the world. Market forecasts indicate the market of tokenization and real estate crowdfunding, each of them, to a trillion euro per year. I expect Immotausch to be able to reach a revenue share of 100 to 300 billion euros within this market. Having a look at the roadmap, you can see that we already spent more than 5 years to create the beta version and the overall concept. End of 2022, we did a full relaunch regarding the product, universe and the design. Let's compare other participants in this market. Okay, somehow this is the switch of the page is not correct. Beta version and the overall concept. End of 2022, we did a full relaunch regarding the product, universe and the design. Let's compare other participants in this market. Okay, so actually I think for in my eyes this is a mistake which need to be fixed. A full relaunch regarding the product, universe and the design. In German, the leading real estate platforms don't offer exchange profiles. In Germany as well as in other countries also, there are a few real estate exchange platforms. Some of them might even look better than the current Immotausch version. There are also some real estate brokers who offer or even specialize in the real estate exchange already. But none of the platforms or brokers are offering a ring exchange platform. In addition to this unique selling point, we are the only ones who offer an all-over concept that combines the platform with transferable real estate credits within a collective. Even if you take a look at the competitors worldwide, you won't find any other company with a ring exchange algorithm or transferable real estate credits within such an overall concept. A broad strategy is planned that integrates the target groups into the pilot phase. Participants and multipliers are rewarded. The combination of a free year and marketing package increases the interest of real estate agents. The supply of appointments to receive
Exchange Offers secures and expands their own property pipeline. From current discussions about cooperation with companies of the Volksbank Group, the first contract has already been countersigned. My name is Patrick Riehl. As educated real estate agent, valuation expert, insurance expert and financial investment specialist, I have the right skills and experiences to be the managing director of Immotausch. With my team, I developed the ring exchange algorithm and the platform. In 2022, I applied for patent regarding the ring exchange algorithm and the software architecture. My mission as founder and managing director, I help people build wealth easier, better, and faster, and find and maintain dream properties. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation and the profit participation rights combine profit shares with a fixed interest rate. There are many different types of convertibles you can choose. They allow to choose between the interest-bearing loan and the conversion to profit participation rights or shares with special subscription rights. If you are already interested to be a shareholder and partner of the company, we offer new shares and special subscription rights. For people and companies located in the European Economic Area, there is a governmental subsidy of 25% for all who registered early enough. The use of funds page shows you an idea of how we want to spend your investments. In general, the more you invest, the faster and more effectively we can help people in Germany and in Europe. I will start to create an adequate group structure as dual holding company with SPVs. On the one hand, we need to invest in our own infrastructure, programming, marketing and communication, extension and expansion, as well as many others. On the other hand, we want to create a real estate portfolio which we can provide the people as a real estate collective. Also, the current investment products are also planned to be used within all layers of retirement provision, including the Euro pension. So if you want to change the real estate world, contact us and we will define the next steps together. Okay, so, all right, back again. So, to be honest, I was a little bit distracted. I hope here everything is well. I check it quickly here. Even if you take a look at the competitor. Okay, that was okay. Abroad. Okay, that is okay also. Volksbank Group, the first contract has already been countersigned. My name is Patrick Riehl. Okay, this is something I would put here because of we changed something before and this is why everything moved. My name is Patrick Riehl. My name is Patrick Riehl. As educated. That's okay. If you like to be part of this, there are many different investment options we are offering to you. The typical silent participation and the profit participation rights. If you are already interested to be a shareholder, the use of funds page shows you an idea of how we want to spend your investments. So if you want to... Okay, that's it. That's it. We overwrite. Yes, and so that's 12:33 now on the 6th of April. We did the two video pitch as a challenge to do it within
to create videos within less than 10 minutes and to breathe as less as necessary. And I think it's quite okay. So I already have an English version, but I will publish the challenge versions of the English video pitch and the German video pitch also, just because I think it's a funny game. Or just imagine somebody bet with me. So, and in my opinion, I won the bet. So, okay. It looks, it should look okay. Everything is here. High prices. Okay. Well, so if you want. Okay, so I can close it. I can close this one. Where did we save it? We saved it in video pitch, pitch English. Okay, and actually that's it. Video pitch English challenge. Yes, save, of course. Okay, so that was the journey to watch what I'm doing, to be a part of creating the video pitch within a challenge. I hope you enjoyed it. I'm very sorry that at the beginning I might showed you the outro page here, this one, or maybe in the middle. I will watch the video myself. I will watch the video myself later, and because I want to know how many mistakes I did, showing the wrong page, not showing the screen, and so on. But this is why we did the second video also, the English video. Maybe I say everything that happens must serve me, and in this way, after the first video, I said, okay, actually it's enough. I showed you how to create a video. If I did not do the mistake, or maybe I did, I think I did it. If I didn't do the mistake to show the outro instead of giving you the chance to watch what I'm working in VideoPad, then I would not have created the second video, the English video, together with you also. So maybe it is very good that this happened, because otherwise I would only have created the German version and didn't show you both. So, and yes, I will publish them probably today. The upload is not very good on here at home. And so I will publish it after my meeting at 1 o'clock. So you might see it in 3 or 4 hours. Tomorrow I will publish another 2048 video. Yes, and if I don't publish both videos today, maybe I publish the German version today on TikTok and the English version on Saturday, because we have music on both videos, and in Germany people shouldn't dance and listen to music on Car Friday, on Easter Friday. So I publish today one video and one on Saturday, and tomorrow the 2048 video without music. That sounds like an idea. So I hope everybody of you enjoyed watching, or will enjoy watching, this video. And I hope there are many, many, many people who now understand the idea of Immotausch, of the ring exchange algorithm, of transferable real estate taxes, of our investment products, like indirect investments and direct investments in real estate, the convertible loans, and the participation rights, the typical silent participation, and the chance to be a shareholder. And if you think it's an interesting idea, you can just call me, write to me on WhatsApp, like many other people. I have many conversations from people with different of foreign countries. Some are private, some are business, some are about investment. So if you want to get in touch with me, don't be afraid. Just
write me a message via WhatsApp or start on Facebook, send me an email, or you can call me. Okay, enjoy your day and enjoy Easter weekend. Bye-bye.